Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wunderbar, Sie zu sehen in diesem fast ausverkauften großen Haus. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Physik im Theater, der letzten in diesem Jahr. Ganz besonders begrüßen möchte ich das Ehepaar Göbel, wie jedes Mal, und die Studierenden des Exzellenzstudiengangs Q+ an unserer Universität in Mainz. Ja, heute Abend wollen wir uns befassen mit der fantastischen Welt der Quanten. Eine Welt, die zwar real ist, die sich aber unserem Vorstellungsvermögen komplett entzieht. Ich möchte daher einige Analogien mit Ihnen durchspielen, um zu veranschaulichen, was in der Quantenmechanik tatsächlich alles möglich ist. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Sie nachher gebannt auf Ihrem Platz sitzen und den Ausführungen unseres Referenten lauschen. Können Sie sich vorstellen, dass es mir möglich ist oder auch jedem anderen Teilnehmer hier im Saal, Sie dadurch ein wenig in Bewegung zu versetzen, alleine, dass wir nachschauen, ob Sie noch auf Ihrem Platz sitzen? Das ist tatsächlich möglich. Jetzt werden Sie sagen, naja, wenn alle mich anschauen, das ist aufregend, vielleicht bewege ich mich ein bisschen mehr dadurch. Aber was ich meine, ist natürlich, dass ich die anschaue, ohne dass sie davon überhaupt irgendetwas mitbekommen. Oder noch viel extremer kann es sein, dass in einigen Jahren, wenn Sie hoffentlich dann immer noch die Physik im Theater hier sehen können, dass Sie nach der Vorstellung nicht im Gedränge nach draußen müssen, sondern dass Sie gegen einen kleinen Aufpreis sich von Ihrem Sitz einfach auf den Domplatz beamen lassen, teleportieren lassen, dass Sie also hier physikalisch verschwinden, sich in nichts auflösen und dort wieder materialisieren, genauso in Ihrer eigenen Person. Niemals, würden Sie sagen, und da haben Sie auch recht, weil in unserer makroskopischen Welt diese Phänomene nicht auftreten und auch in Zukunft nicht auftreten werden. Allerdings in der Quantenwelt, in der Welt der kleinsten Teilchen, der Elektronen und der Lichtteilchen, sind diese Phänomene alle möglich. Die Tatsache, dass sich ein Teilchen etwas bewegen muss, wenn man es örtlich genau lokalisiert, folgt aus der Unschärferelation von Werner Heisenberg. Und die Teleportation von Lichtteilchen hat Anton Zeilinger in Wien 1997 experimentell nachgewiesen und hat dafür in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik erhalten. Also es gibt diese Phänomene tatsächlich. Das Rätselhafteste allerdings von Quantenteilchen ist die Verschränkung. Auch dazu ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie müssten in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, ob Sie nach dem gestrigen Auftritt unserer Fußballnationalmannschaft das Spiel am Sonntag sich noch anschauen möchten oder eben vielleicht auch nicht. Also vielleicht tun Sie es, vielleicht auch nicht, Sie wissen es noch nicht so genau. Ist es denkbar, dass ein Physiker wie zum Beispiel Herr Schmidt-Kahler, der gleich vortragen wird, zwei von Ihnen derart manipuliert, dass wenn die erste Person in den nächsten Tagen diese Entscheidung für sich trifft, die andere Person im exakt gleichen Moment exakt die gegenteilige Entscheidung trifft, und zwar ganz egal, wo sich diese beiden Personen befinden. Diese Art von spukhafter Fernwirkung war schon Albert Einstein äußerst suspekt und er hat deshalb der Quantenmechanik nie so ganz getraut. Aber diese Verschränkung gibt es bei den Quantenteilchen tatsächlich und sie ist die Grundlage für viele interessante Phänomene, wie zum Beispiel die Quantenteleportation. Nun, was hat das alles mit dem Vortrag heute Abend zu tun? Sie wissen vielleicht, dass gewöhnliche Computer mit sogenannten Bits arbeiten. Ein Bit kann genau einen von zwei Werten annehmen, 0 oder 1. Und aus vielen Nullen und Einsen können Sie beliebig große Zahlen zusammensetzen. Und indem man diese Bits logisch miteinander verknüpft, lassen sich Rechenarten auf dem Computer programmieren. Und darauf basieren letztendlich gewöhnliche Computer. Quantencomputer benutzen statt den Bits sogenannte Qubits, Quantenbits, die quantenmechanische Überlagerungen von zwei Zuständen sind. Es ist also nicht 0 oder 1, sondern alle Möglichkeiten dazwischen gleichzeitig gewissermaßen. Und diese Quantenbits genügen den Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik. Und diese Quantenbits können eben auch miteinander verschränkt werden, so wie ich es eben erklärt habe. Und dadurch lassen sich Quantensimulationen durchführen von einer Art, wie wir sie mit gewöhnlichen Computern überhaupt nicht umsetzen könnten.
Bereits 1982 hat der geniale Physiker Richard Feynman vorgeschlagen, dass man quantenmechanische Systeme viel besser mit solchen Quantenbits simulieren könnte als mit gewöhnlichen Rechenmaschinen. Nun sind 40 Jahre seitdem vergangen. Sie ahnen also, dass die technische Realisierung dieser Idee äußerst komplex ist. Aber gerade da wurden in den letzten Jahren ganz beachtliche Fortschritte erzielt. Und hier setzt tatsächlich der Vortrag des heutigen Abends an. Es geht um die technische Realisierung von Quantencomputern. Ferdinand Schmidt-Kahler benutzt Ionenfallen in seinem Labor hier in Mainz an der Universität, um Ionen einzufangen und in einem optischen Gitter festzuhalten und so lange am Leben zu halten, dass er mit diesen Quantenbits, die aus diesen Ionen bestehen, Quantensimulationen durchführen kann. Wie genau er das macht, das wird er uns gleich verraten, aber ich kann Ihnen sagen, dass er auf diesem Gebiet einer der weltweit führenden Wissenschaftler ist. Ferdinand Schmidt-Kahler hat studiert in Bochum, Bonn und München, wo er sich 1992 promoviert hat in der Arbeitsgruppe von Theodor Hensch am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Er ging dann anschließend als Wissenschaftler zunächst nach Paris zu Serge Haroche und anschließend nach Innsbruck zu Rainer Platt. Übrigens, sowohl Theodor Hensch als auch Serge Haroche haben später den Nobelpreis für Physik erhalten. Herr Schmidt-Kahler hat sich also exzellente Labore ausgesucht für seine frühen Forschungsarbeiten und vielleicht hat er ja mit seinen Beiträgen auch ein klein wenig dazu beigetragen, dass seine Professoren damals dann so tolle Auszeichnungen erhalten haben. 2005 folgte dann der erste Ruf auf eine Professur, zunächst in Ulm, und ab 2010 ist er hier in Mainz tätig als Professor für experimentelle Quantenoptik und Atomphysik. Er hat viele bedeutende Auszeichnungen erhalten, lassen Sie mich nur zwei erwähnen, den Helmholtz-Preis der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, da geht es also um die Erfindung sehr präziser Messverfahren, und dann den Rudolf-Kaiser-Preis der gleichnamigen Rudolf-Kaiser-Stiftung. Damit wünsche ich Ihnen einen ganz spannenden Abend mit der Welt der Quanten, einen ganz spannenden Vortrag heute Abend, und ich bitte Sie, dass Sie ganz herzlich begrüßen unseren Referenten Ferdinand Schmidt-Kahler. Ja. Guten Abend, vielen Dank. Ja. Wundervolle Einführung, vielen Dank, Kollegin Neubert. Wir schauen hier dieses tolle Bild an mit den Galaxien, mit dem Licht der Sterne, was aus unvorstellbaren Entfernungen zu uns kommt und was uns erlaubt, was den Astronomen erlaubt, viel zu lernen über das Universum. Sie beobachten das Licht, man kann natürlich an den Sternen nichts tun, die leuchten für sich und wir können nur hinschauen. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Wir gehen jetzt nicht mehr in das Unendliche hinaus, sondern wir gehen ins ganz Kleine hinein. Wir gucken sozusagen in die Atome, auf die Atome. So wie das Große ist, gucken wir jetzt in das Kleine hinein. Und was Sie jetzt sehen hier, das sind einzelne gefangene Atome hier. Das ist das Licht von einzelnen gefangenen Atomen. Ich kann Ihnen versprechen, die sind mindestens so hell wie ein Stern am Himmel. Und Sie sehen hier, dieses Licht strahlt von den Atomen. Wir können aus diesem Licht etwas lernen, wir können aus dem Licht Quantenphysik lernen, aber wir haben gegenüber den Astronomen noch einen riesen Vorteil. Wir können auch mit einem Laser auf diese Atome leuchten und können sie damit kontrollieren. Das können die Astronomen natürlich nicht. Die können nur gucken, was kommt. Wir werden jetzt also gleichzeitig das Licht benutzen, um über die Atome was zu lernen und auch, um sie zu bearbeiten, um mit ihnen etwas zu tun, um aktiv Kontrolle über sie auszuüben. Und dazu müssen wir sie natürlich beleuchten, nicht? Das ist das Erste. Und hier sehen wir ein Bild. Warum kommt das nicht? Das ist ja, eben war es noch da. Was ist denn da los? Kann man das verstehen? So.
So ein Schmarrn. Können Sie? Nee, Sie nicht. Also ein Bild ist, das ist ja unglaublich. Also man sieht hier nur ein schwarzes Bild. Also es ist jetzt ein Labor ohne Licht. Entschuldigung, ich zeige Ihnen, ich wollte Ihnen eigentlich ein Labor zeigen mit Mitarbeitern, mit meinen Mitarbeitern, wie sie gerade die Laser justieren, wie sie am optischen Tisch arbeiten und wie sie eben dazu beitragen, dass wir diese Calciumatome, kann man das irgendwie so machen, dass man das da oben sehen kann? Das ist verschoben hier, irgendwas ist hier verschoben. Ja. Das soll Calciumatomkern heißen. Und dieser Calciumatomkern besteht aus Protonen, Neutronen, 20 Protonen, 20 mal positiv. Ein Calciumatom wird es erst dann, wenn wir noch Elektronen dazu schmeißen. Das sind jetzt diese roten Pünktchen. Ich weiß natürlich, dass Elektronen keine roten Pünktchen sind, aber hier liegen diese ganzen Elektronen herum. Und jetzt, wir wollen aber mit einem Calcium-Ion zu tun haben. Ion heißt der Wanderer auf Griechisch. Und dazu müssen wir ein Elektron abschmeißen. Ein Elektron wird weggeschossen mit einem Laserpuls. Und jetzt haben wir eben ein einfach positiv geladenes Teilchen, also Masse 40. Und das ist wie ein Calciumatom, aber es fehlt ihm ein Elektron. Es hat also nur noch 19, ist jetzt positiv geladen. Und dieses Elektron ist das, auf das es ankommt. Dieses Elektron, das wird jetzt den Job machen und hier werden wir es zum Leuchten bringen. Wie ich Ihnen gesagt habe, eben haben wir die Calciumatome beim Leuchten gesehen. Jetzt schauen wir, wie wir sie anregen. Also das wäre schön, wenn Sie das Bild noch so machen, dass alles drauf passt. Das war auch vorher so, ehrlich gesagt. Das hat sich jetzt geändert. Okay. Ich weiß nicht, wie das, aber hier steht etwas drunter und es ist schlecht, wenn man nicht alles lesen kann. Lässt sich das machen oder nicht? Haben wir irgendeinen, der das kann? Also ich starte den Vortrag mal hier. Das ist so. Ich mache das so wie im Physikhörsaal. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. So, also das haben wir schon gesehen. Dieses Bild geht nicht und hier geht auch alles nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, das tut mir sehr leid. Also, vielleicht können wir einfach so weitermachen und dann wird das repariert. Und dann muss ich immer dazu sagen, was da unten stehen würde, was man aber leider nicht lesen kann. So. Also, wir wollen das Calciumatom zum Leuchten bringen, das Calciumion zum Leuchten bringen. Und dazu müssen wir dieses eine Elektron anregen. Dieses Elektron heißt auch praktischerweise das Leuchtelektron. Denn dieses Elektron lebt nicht lange in diesem angeregten Zustand. Es zerfällt dann wieder zurück. Wir sehen das. Und dabei emittiert es, der Zustand zerfällt. Und dann, da unten steht, dabei emittiert es ein quantisiertes Lichtquant, ein Photon. Der Physiker schreibt das so hin, die Energie des Grundzustandes von diesem Elektron wird angeregt in den P-Zustand, in einen angeregten Zustand. Dort lebt es aber nur 7 Nanosekunden. Was sind 7 Nanosekunden? Eine Sekunde, 1000stel mal weniger eine Millisekunde, 1000stel mal weniger eine Mikrosekunde, 1000stel mal weniger eine Nanosekunde. So schnell zerfällt das Ion wieder und gibt ein Photon ab. Sie können sich vorstellen, wie viele Photonen pro Sekunde da kommen. Das heißt, das ist eben ein Atom, was sehr schnell Licht emittiert und das macht sie so hell, diese Atome. Und jetzt sehen Sie wenigstens dieses Bild. Also, irgendjemand muss den Beamer umstellen. Die Ionen leuchten. Das stört mich, kann ich sagen. Also die Ionen leuchten und hier sieht man eben diese Laserstrahlen, die sieht man natürlich besonders gut, wenn das Licht aus ist im Labor und so können wir eben wundervoll agieren, können diese Ionen damit beleuchten, mit diesem Laser, den wir dann haben. Und wir haben natürlich viele Laser, dafür haben wir viele Mitarbeiter, die alles das justieren. Sehen Sie, hier sind lauter Spiegel,
Da wird der Lichtstrahl umgelenkt und am Schluss fokussiert genau. Wir werden versuchen, das sofort zu lösen. Super. Es liegt wohl auch an dem... Es hat vorher funktioniert, genau. Nicht? Ja, ja. Es ist kein schwarzes Loch. Ja, ja. Also nein, ein schwarzes Loch haben wir nicht dabei. So. Gut. Ein bisschen Geduld, wir schieben den Beamer weiter nach vorne, dann wird das Bild etwas kleiner. Aber ja, machen Sie das. Es wäre halt nur gut, wenn man alles lesen könnte, ja? Also, genau, jetzt kommt es doch. Noch ein Stück. Also, ich erzähle einfach über das, was wir hier sehen. Und jetzt noch ein bisschen höher, bitte. Dann haben wir es. Ja. Es geht. So. Zu den Calcium-Ionen zurück. Wir wollen die fangen, wir wollen die manipulieren. Das heißt, wir haben wundervollerweise die Erfindung von Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli hat den Nobelpreis bekommen 1989 dafür, dass er erfunden hat, wie man Ionen fangen kann. Ionen sind positiv geladen. Wir haben ja das Elektron abgerissen. Jetzt sind diese Ionen also positiv geladen. Und das heißt, die haben einen wundervollen praktischen Handgriff, an dem wir sie fassen können und ziehen können. Das ist nämlich ihre Ladung. Wir brauchen nur ein elektrisches Feld anlegen und können sie ziehen. Ionen heißen ja Wanderer auf Griechisch, Ionos. Und das liegt daran, dass in einem elektrischen Feld diese Ionen wandern. Wenn ich aber das Feld wechselnd anlege, hin und her und hin und her, stellen Sie sich vor, die Ionen müssen hin und her wandern, die ganze Zeit hier durch ein Wechselfeld. Also das kann man vielleicht auch noch wegmachen, das. Ich weiß nicht wie. Okay. Also durch ein Wechselfeld werden die Ionen hier dauernd hin und her bewegt und nur in der Mitte von dieser Anordnung ist ein Ion in Ruhe und dort will es hin. Es will sich nicht dauernd bewegen, das ist bei uns und bei allen gleich und bei den Ionen auch so. Hier, wenn es etwas aus der Mitte rauskommt, dann muss es sich dauernd bewegen und deswegen bewegt es sich lieber in die Mitte, da muss es sich nämlich nicht bewegen. Dort ist das elektrische Feld null, da bleibt es in Frieden. Und diese Erfindung hat Wolfgang Pauli den Nobelpreis gegeben. Wundervolle Erfindung, wir können die feiern. Da oben ist es dunkel, das war eigentlich auch... Also heute ist ein Tag, hier steht Ionen fangen. Und als Wolfgang Pauli die Pauli-Falle erfunden hat, da kam gleich dieser Cartoon raus und die Leute haben sich Gedanken gemacht, das ist doch schlimm für sein Ion. Das Schlimmste am Ionenkäfig ist diese Kälte und die Einsamkeit. Also die eine Hälfte ist richtig, die Ionen sind wirklich sehr, sehr kalt. Die kälteste Temperatur, die man erreicht, ist weit unterhalb von einem Millikelvin, also wiederum ein Tausendstel über dem absoluten Nullpunkt nur. Wirklich so kalt ist es praktisch sonst nirgendwo. Aber einsam sind sie nicht, dafür sorgen wir. Einsam sind sie nicht und ich zeige Ihnen, dass die Ionen nicht einsam sind. Ich zeige Ihnen erstmal, dass Theodor Hensch, von dem war die Rede, hat den Nobelpreis bekommen, aber für Laserkühlen ist er auch ganz berühmt. Er hat dann Wolfgang Pauli gefeiert und er hat eine Büroklammer genommen und hat geladene Staubteilchen in dieser Büroklammer geladen, so wie die Ionen und da sitzen sie hier drin. Und wer Lust hat, guckt sich dieses Video an. Die tanzen nach der Musik, es ist wundervoll. Und hier sieht man Theodor Hensch, er hängt mir gerade so einen Stanford-Mantel an, ich kriege gerade den Doktorhut. Er hat auch in dem Ohrring dieser Sekretärin, hat er genau auch Staubteilchen gefangen und auch davon einen Film gemacht. Wunderschön anzuschauen. Aber wir wollen jetzt echte Ionen laden und nicht Ionen, nicht Staubteilchen. Und... das funktioniert. Hier ist ein einsames Ion. Bitte machen wir doch diesen. Genau, jetzt ist er weg. Super. Jetzt starte ich den Film, wenn das funktioniert. Nein, das. Also, meine Güte. Also heute ist wirklich was los. Ah.
Also wenn die Generalprobe funktioniert, dann funktioniert das andere nicht. Es geht nicht. Jetzt geht es. Super. Da ist das Ion. Jetzt geht die Musik nicht mehr. Schade. Also Sie hätten Wagner gehört. Sie hätten Wagner gehört und Sie sehen, das Ion bleibt nicht einsam. Wir laden ein Ion nach dem anderen und wir sehen ein Ion aufblitzen. Und sobald es geladen wird, wird es gekühlt und kommt auf diese Millikelvin-Temperaturen. Und so laden wir eins nach dem anderen und dann können wir sie auch verschieben. Sie sehen hier, jetzt benutzen wir die Ionen als Wanderer. Wir legen ein elektrisches Feld an, bewegen sie zur rechten Seite, bewegen sie wieder zurück. Das ist natürlich sehr praktisch, dass man sie so schön bewegen kann. Es werden jetzt immer mehr Ionen hier. Und man kann viele Ionen laden, man kann im Prinzip 100 Ionen laden, was man will. Hier ist ein Ionenkristall, so wie wir ihn eigentlich jeden Tag anschauen im Labor. Und das sind Falschfarben, das heißt einfach nur hier ist es besonders hell, hier ist das Ion, das leuchtet besonders stark zurück. Da ist ein anderes, da ist ein Ion. Wir haben jetzt sozusagen hier ein Objekt aus einzelnen Ionen, einzelnen Quantenteilchen, mit denen wir jetzt genau solche verrückten Dinge anstellen können, wie der Kollege Neubert auch schon beschrieben hat. Teleportation, Bell-Zustände, Verschränkung, alles das können wir tun. Und es ist eine Eintrittskarte in die Quantenwelt, wenn wir so einen Ionenkristall haben. Hier sehen wir die klassische Welt auf der einen Seite, die Quantenwelt mit der Schrödinger-Katze, von der wahrscheinlich jeder schon gehört hat, die nur in der Quantenwelt in der Überlagerung von Tod und Lebendig existieren kann. In der Quantenwelt teilt sich der Rauch auf und macht Interferenzfiguren. In der Quantenwelt ist es sehr spannend und dort können wir hineinschauen, indem wir uns Ionen anschauen. Und in diese Quantenwelt wollen natürlich viele Leute schauen. Anton Zeilinger ist einer der begeisterten Betrachter dieser Quantenwelt und der hat uns einen Freund von sich in unser Labor eingeladen. Er hat gesagt, in Innsbruck kann man ein Ion sehen und ich kenne jemanden, ich kenne den Dalai Lama und ich weiß, Anton Zeilinger und der Dalai Lama sind Freunde, ja, und auf einem Besuch, den Anton Zeilinger in Indien machte, hat er mit dem Dalai Lama gesprochen über Quantenphysik. Das ist philosophisch enorm interessant für diesen Dalai Lama. Und er hat dann gesagt, willst du dir Ionen anschauen? Willst du dir ein einzelnes Quantenobjekt anschauen? Mit deinen eigenen Augen. Okay? Und das war natürlich für den Dalai Lama ein Grund, in Indien ins Flugzeug zu fliegen, zu steigen, in Innsbruck auszusteigen. Und er kam zu uns ins Labor, hier am 17., 18., 6. in diesem Jahr. Lange, lange ist es her. Und dies hier ist der Eintrag aus dem Gästebuch von Rainer Blatt, wo der Dalai Lama zu Besuch war. Ja, hier, das muss gesagt werden, Anton Zeilinger hat ihn uns gebracht. Anton Zeilinger im Experimentalphysik-Institut zusammen mit Rainer Blatt in einem Institut. Und wir gratulieren ganz herzlich Anton Zeilinger, John Klausner und Alain Aspect für den Nobelpreis Verschränkte Photonen, Bell-Experimente und Quanteninformation. Fantastische Arbeiten. Und jetzt schütten wir den Dalai Lama hier. Er steht hier im Labor. Das ist also ein richtiges Physiklabor. Ich hatte jetzt leider, das erste Bild ist schwarz gewesen, sonst hätten Sie gesehen, wie unser schönes Labor viel aufgeräumter aussieht als dieses hier. Aber hier sehen wir Rainer Blatt. Und Rainer Blatt zeigt eben dem Dalai Lama jetzt ein einzelnes Ion. Und es gibt nicht so viele Leute, hier im Saal kenne ich nur eigentlich eine Person, von der ich ganz genau weiß, dass sie mit eigenen Augen, nur durch ein Mikroskopobjektiv, nur durch eine Linse getrennt, mit der Quantenwelt in direktem Austausch war. Auch meine Doktoranden, auch ich, sehe hier in Mainz die Ionen auf einer Kamera, weil die eine ungünstige Wellenlänge für das Auge ausstrahlen, wo das Auge nicht so empfindlich ist. Deswegen hier in diesem Experiment benutzt man eine Wellenlänge im Grünen, wo das Auge jedes einzelne Photon praktisch gut sehen kann. So, es ist aber viel demokratischer jetzt inzwischen. Wenn Sie ein einzelnes Ion sehen wollen oder Ionen sehen wollen, mit Ihren eigenen Augen, nur getrennt durch dieses Stück Glas, durch ein ganz normales
sagen wir mal, Faktor 10 Vergrößerungsfernglas, ja, mehr ist da nicht los, dann müssen Sie nach Winterthur fahren zum Technorama. Und dort können Sie in dieses Ding reinschauen. Dann sehen Sie hier das, was ich mit meiner Handykamera schnell geknipst habe. Nämlich dann können Sie einen Ionenkristall sehen, so wie ich Ihnen den auch gezeigt habe mit den Kameraaufnahmen. Ja, also was damals noch nur in ganz speziellen Fällen möglich war, gibt es jetzt im Museum. Und ja, wir haben jetzt die Ionenkristalle, die tanzen da in der Falle. Wie ich gesagt habe, wir haben die elektrische Abstoßung der Ionen gegeneinander und sie sind eingefangen in einem, insgesamt in einem Potential, dass sie nicht zur Seite raus können. Also deswegen machen sie diese Bewegung. Ja? Die tanzen hier in der Falle und das ist eine stroboskopische Aufnahme. In Wirklichkeit ist es etwas schneller. Sie tanzen mit einer Frequenz, die 1000-mal schneller ist als das. Aber wir gucken uns das stroboskopisch an und können Ihnen genau beim Tanzen zuschauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit diesen Ionen? Wir können jetzt nicht die ganze Zeit hier zuschauen, aber wir können auch gucken, wofür sind diese einzelnen Ionen wirklich sinnvoll? Was können wir jetzt tun mit ihnen? Und da gibt es grundsätzlich mal zwei Möglichkeiten, was wir mit ihnen tun können. Wir können den Weg von Anton Zeilinger wählen und können sagen, wir wollen die Quantenphysik studieren. Wir wollen grundsätzliche Fragen der Quantenphysik genauer untersuchen. Wir wollen untersuchen, ob makroskopische Objekte, ob die in einer Welt existieren können, ob wir auch in einer Superposition von tot und lebendig oder rechts und links existieren können oder ob das nur in einer mikroskopischen Welt so ist. Das ist zum Beispiel eine Fragestellung. Die Quantenphysik passt nicht so gut zur Gravitation. Da gibt es also gaußsche Fragen. Wenn Massen groß werden, was passiert dann? Kann man die auch in einer Quantensuperposition haben? Bei einem Elektron, ja gut, da funktioniert das. Bei einem Ion, natürlich, klar. Bei einem Photon sowieso. Aber funktioniert das auch für eine Amöbe? Das ist ja noch nicht eine Katze, aber doch geht so in die Richtung, okay? Also, das ist die Frage. Können wir Schrödingersche Katzen studieren. Und dazu müssen wir diesen Kasten besonders gut zumachen und besonders schwarz machen, damit nur keiner vorher misst, damit die nur nicht entscheidet, ob ja oder nein, sondern dass sie in der Superposition bleibt. Ja, und dann kann man natürlich Tests der Quantenmechanik machen, den Messprozess untersuchen. Alles das, fundamentale Fragen, sehr, sehr interessant. Und heute ist das Thema aber ein anderes. Heute ist das Thema, wir wollen Anwendungen haben. Wir glauben, dass das, was wir mit der Quantenmechanik berechnen, stimmt. Wir haben es so genau getestet. Ich will nicht behaupten, dass ich die Quantenmechanik verstehe. Ich glaube, das wäre überheblich. Aber ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, was ich vorhersage in der Quantenmechanik, dass ich das auch so im Experiment wiederfinde. Ich kann also, das ist das, was Physiker dann auch verstehen nennen, ehrlich gesagt. Wenn ich das nämlich vorhersagen kann, dann reicht das auch. Ja, vielleicht bin ich auch zu bescheiden, vielleicht sollte ich mir denken, ich müsste noch mehr verstehen, aber das reicht mir. Und dann kann ich sagen, ich habe jetzt Quantenmechanik im Griff. Vielleicht ist das das richtige Wort dafür. Und dann kann ich das benutzen. Und eine Sache, die schon jetzt benutzt wird, das sind hochgenaue Uhren. Wobei ein einziges Ion in einer Paul-Falle, Sie haben das gesehen, gespeichert wird. Und die Genauigkeit ist ein Teil in 10 hoch 18 geht die falsch. Unvorstellbar. Eins von meinen wenigen Haaren, der Durchmesser von einem solchen Haar, im Vergleich zum Abstand zur Sonne. Das ist 1 zu 10 hoch 18. Oder wenn man es in Zeit ansieht, weniger als eine Sekunde wäre diese Uhr falsch gelaufen, wenn man zum Start des Universums sie schon gehabt hätte und dort am Tisch hätte stehen lassen. Dann hätte man über das ganze Alter des Universums weniger als eine Sekunde Fehllauf gehabt von dieser Uhr. So genau sind diese Uhren. Ja? Das ist eine Anwendung von ultrakalten Ionen. Man kann damit auch Sensoren bauen oder Informationsspeicher. Und was Sie hier sehen, ist sozusagen eine künstlerische Darstellung, wie ein Quantencomputer funktioniert. Ja, das ist
sage ich mal, die Königsdisziplin, der Zehnkampf der Quantentechnologien, weil man alles können muss. Es ist nicht nur, dass man mit einem Ion gut umgehen kann, wie man das bei den Uhren braucht, sondern man muss 100 haben, mit denen man gut umgehen kann. Und es ist nicht ausreichend, dass man nur 2 Ionen verschränkt, damit man Teleportation machen kann, Bellzustände, sondern man muss 100 verschränken. Es ist viel, viel schwieriger als das andere. Und es ist aber auch eben eine Anwendung, und ich denke, dass auch viele Menschen getrieben werden davon, zu sagen, gut, ihr untersucht die Grundlagen der Physik, aber kann man es auch für was nutzen? Und das werde ich jetzt beschreiben, wie man es für etwas nutzen kann. Ich gehe aber mal erst einen Schritt zurück und sage, wie hat die Digitalisierung begonnen? Also dies hier ist der Urgroßvater der Digitalisierung. Das ist Gottfried Wilhelm Leibniz, und der war auch in Mainz. Für 2 Jahre, glaube ich, hat er hier beim Erzbischof gearbeitet. Und dieser Mann hat unglaublich viel erfunden. Also eines, was er erfunden hat, sind eben die digitalen Zahlen. Und zwar, dass man alles in Nuller und Einser kodiert. Das ist die binäre Darstellung, die benutzt jeder Computer, jede Datenverarbeitung, alle Informationen, auch beim Telefonieren, wird in digitale Informationen, also in Nuller und Einser umgesetzt. Und hier sehen wir mal, wie zum Beispiel die 5 in der Binärdarstellung aussieht. Das ist 1, 0, 1. Ja? Und das liegt eben daran, dass man eben hier für diese 1, das ist in der ersten Stelle, und da, das ist sozusagen eine 4, und 4 und 1 ist 5. So, wundervoll. Man braucht nur Nuller und Einser. Und das Addieren ist so schrecklich einfach. Ja? Also das Addieren geht so, 0 und 1 ist 1 und 1 und 1 ist 0 mit Übertrag 1. So einfach geht Addieren. Das heißt, wenn man das binär kodiert, die Zahlen, wenn man alle Informationen binär kodiert, dann ist die Informationsverarbeitung sehr viel einfacher als mit normalen arabischen Zahlen, mit denen wir normal rechnen. Da gehen alle Rechenarten fantastisch gut. Und damit hat eben dieser Gottfried Wilhelm Leibniz auch eine Richtung angestoßen. Man hat dann Rechenapparate bauen können. Wirkliche, echte Maschinchen, die rechnen können. Das kann mit Rädern passieren oder mit solchen Relais. Die können natürlich Klick machen, Klick. Die haben 2 Stellungen, 0, 1 und das ist es. Dazwischen ist das Ding kaputt. Ja? Und wenn ich jetzt diese Stellung benutze zum Schalten, dann kann ich damit auch rechnen. Nach den Methoden, die eben von Leibniz erfunden worden sind. Das ist hier diese Rechenmaschine von Herrn Zuse gebaut. Die hat, glaube ich, nie richtig funktioniert, weil diese Relais einfach nicht so einfach zu bedienen sind. Wenn man 1000 Relais hat, einer ist immer irgendwie kaputt und funktioniert nicht richtig und dann funktioniert die ganze Maschine nicht. Also das Zuverlässige war hier nicht unbedingt gegeben. Dann hat man gedacht, okay, ich nehme Elektronenröhren, sowas kennt man vielleicht noch aus uralten Radios. Da schaltet der Strom den Strom. Also ein Strom ist an oder aus, abhängig von einem Strom, wenn er anlegt. Und damit kann man jetzt einen riesen Computer bauen. Dieser Computer, der war Tonnen, hat er gewogen und war aber der erste Computer mit diesen Röhren, ja, und hat auch Rechenaufgaben erledigt. So, das funktioniert aber so heutzutage zum Glück nicht mehr. Man hat jetzt Transistoren. Transistoren wurden in Berlin erfunden 1925. Und dann wurden sie immer, immer kleiner. Dieser Transistor ist noch so groß wie so ein Fingernagel. Und dann kann man eben im Jahre 1974 4500 von miniaturisierten Transistoren auf einen Chip tun. Und dieser Chip ist jetzt auch so groß wie ein Fingernagel. Er enthält jetzt die Rechenleistung von 4500 Transistoren. Das ist der 8080 von Intel und das ist der Großvater vom 286. Ich weiß nicht, wer hier noch den 286er erlebt hat, aber das war die Generation davor. Also ich sehe einzelne Personen schmunzeln. Gut, das ist schon lange her, aber das ist sozusagen unser Ziel, einen Quantenprozessor zu haben mit etwa 1000 Schaltelementen. Und dann werde ich Ihnen erklären, dass wir dann eine unglaubliche Rechenleistung haben. Jetzt ein Zeitsprung. 1974, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, wir gehen jetzt auf heute. Und heute sind die modernsten Computer sind in großen Hallen. Also
Das ist ein unvorstellbar großer, jeder der Kisten ist übermannshoch. Und diese Rechner können dann eben 400 Petaflops bis zu ein Exaflop machen. Ich sage gleich genau, was das ist. Die haben Millionen von Kernen, also Millionen Prozessoren parallel, die den Job machen. Und ich kann Ihnen sagen, hier die elektrische Leistung, 10 Windräder müssen voll drehen, damit dieser Rechner betrieben werden kann. 10 Windräder. Also, wenn ich den Rechner verdoppeln möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe eine zweite Halle und stelle genau das Gleiche nochmal daneben, dann wird der Rechner doppelt so groß und kann doppelt so schnell rechnen. Oder ich versuche, den wenigstens zu schrumpfen, dass die Halle nicht größer wird, aber da ist auch nicht so viel Platz, denn diese Transistoren sind schon sehr, sehr klein. Die haben schon nur noch Nanometer Größe und man sieht auf solchen Aufnahmen schon die einzelnen Atome hier. Das ist also Transmissionselektronenmikroskopie und man sieht hier die Kristallstruktur vom Silizium und die aktive Schicht, die ist also nur ein paar Nanometer groß, wo der Strom geschaltet wird. 0, 1, viel kleiner kann man das nicht machen. Hier vielleicht 7 Nanometer, vielleicht 3 Nanometer, da ist jetzt allmählich die Luft dünn. Da kann man nicht mehr weiter kompaktifizieren. Und das bedeutet, das Ding wird immer größer, verbraucht immer mehr Energie. Ist ein fantastischer Rechner, aber ja, man sieht, hier oben ist dieser Rechner, von dem wir gerade gesprochen haben. Der ist eben aktuell der schnellste mit 400 Petaflops und da ist die Exaflop-Linie hier. 10 hoch 18 Operationen pro Sekunde. Also mein Rechner kann 3 Gigahertz, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf auf die Taktrate, aber das da ist schon ganz was anderes. Und ich möchte Ihnen sagen, hier in Deutschland werden im nächsten Jahr 3 solche Exaflop-Rechner installiert. Einer in Jülich, einer in Stuttgart, einer in München. Und das ist praktisch, auf solchen Rechnern laufen ganz viele Simulationen, materialwissenschaftlicher Art, aber auch Physiksimulationen. Und da möchte man natürlich noch weiterkommen. Und jetzt sage ich Ihnen, ein Hybrid-Quantenklassischer Rechner könnte ein Weg dahin sein. Hier sehen wir also einen normalen Superrechner, so wie er auch in Mainz steht. Der Mogon 2 ist unser Uni-Mainz-Superrechner, dieser Großrechner hier. Und hier zu diesem wird ein kleiner Quantenkoprozessor dazugeschaltet. Dieser Quantenkoprozessor, der, stellen Sie sich vor, Ihr Sohn, Ihre Tochter hat ein neues Computerspiel bekommen, sagt Papa, der Computer, der ist eigentlich ganz gut für Excel, für Word, ja, aber bei meinem Spiel, das ruckelt, das zuckelt, schrecklich. Kann ich mir eine Grafikkarte kaufen? So ist das. Mit dieser Grafikkarte wird dieser Rechner plötzlich gut. Und so ähnlich ist das auch hier. Die dominante Leistung kommt natürlich von diesem Rechner, niemand will den ablösen. Aber es gibt so ein paar spezielle Dinge, die der Quantencomputer einfach besser kann. Nur ein paar wenige, aber die können sehr hilfreich sein. Und so arbeiten die im Team. Also ich erzähle Ihnen die Geschichte von Goliath und von David, aber die streiten nicht, die sind miteinander befreundet, die helfen sich. Und hier ist unser kleiner David, der eben Ionen da drin hat und diese Ionen, die sollen dem Goliath, dem Riesenrechner, helfen bei speziellen Fragen. Jetzt ist natürlich gleich die Sache, das sind Quantenobjekte. Wir haben ja auch von Herrn Neubert gehört, wie fragil das alles ist, wie das vom Messprozess abhängt. Ist das überhaupt jemals, ist das eine gute Idee, sowas Fragiles, sowas Wackeliges, sowas Quantenmäßiges für einen echten Rechner zu benutzen, wo wir uns doch auf die Ergebnisse verlassen wollen? Ja? Also das ist nicht das erste Mal, dass man sich das fragt. Kann man einzelne Quantensysteme denn kontrollieren? Und hier sehen wir die Ansicht von Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger ist total pessimistisch. Er sagt, das ist doch Unsinn, das ist doch genauso ein Unsinn, wie wenn wir einen Dinosaurier in einem Zoo ausstellen wollen. Also das ist doch Quatsch, das ist so ein Fischsaurier hier, den er meint. Und von diesem Herrn war schon die Rede, Richard Feynman, der hat gesagt, Moment, wartet die Zukunft ab, da ist viel Platz, lasst kreative Physiker arbeiten. Und wer weiß, was wir da alles finden in der Atomphysik und in der Subphysik, wo wir wirklich hineinschauen. Und hier sehen Sie, wie wir unseren
Dinosaurier da, unseren Fischsaurier im Labor halten können und da schwimmt er glücklich und zufrieden bei uns in der Ionenfalle herum. Zu dieser Kontrolle in den Quantensystemen hat eben sehr beigetragen Serge Haroche und Dave Vineland, die den Nobelpreis dafür bekommen haben. Und da schließt sich eigentlich ein bisschen der Kreis. Das Licht wird nicht nur benutzt, um es zu beobachten, sondern das Licht wird auch benutzt, um die Materie zu kontrollieren, und zwar auf dem Quantenniveau. Und das wird genau in diesem Nobelpreis deutlich. Ja, die Quantenrevolution. Die zweite Quantenrevolution entfaltet sich in Europa und man will Quantensysteme kontrollieren und Anwendung haben. Ja, hier sitzen in einer feierlichen Zeremonie, da sitzen die ganzen Ministeriumsvertreter und eröffnen das Quantenflagship. Und man muss sagen, es gibt nur drei Themen, die sich Europa als Forschung auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist das Human Brain Project, das ist Graphen für Anwendungen und das ist die Quantentechnologie. Diese drei sind die großen Ziele und das ist also ein richtig starkes europäisches Programm. So, dann gab es natürlich auch unglaubliche Investitionen, Großkonzerne, IBM, Google, Millionen, hunderte Millionen wurden reingesteckt. In Deutschland war irgendwie noch nichts los, in China natürlich auch, da werden ganze Unis gegründet dafür, in Deutschland noch nicht los. Komisch. Dann fragt man sich, IBM installiert Maschinen in Deutschland, aber was bedeutet das im Endeffekt, wenn ich eine Rechnung mache, um ein neues Medikament zu simulieren und das auf einem Server mache, der womöglich, ja, der einfach nicht womöglich, der in USA kontrolliert wird, dann muss ich schon sehr großes Vertrauen haben, oder? Dass ich das nachher als Patent anmelden kann. Also werden wir irgendwie abhängig? Ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr aktuelles Thema, dass man einfach bei Technologien, bei wichtigen Dingen im Land die Kenntnisse und die Fähigkeiten haben muss. Und zum Glück ist dann hier das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit diesem Programm herausgekommen. Und ich lese das hier zu, lese das Ihnen vor, was diese Rakete hier angeht. Unser Ziel, zum wettbewerbsfähigen Quantenrechner made in Germany in nur 5 Jahren. So. Also erst wartet man lang und dann muss aber schnell gehen. Naja, jetzt ist aber seit 2020 so Halbzeit. Also wir müssen jetzt gucken, wie weit sind wir mit dieser Rakete? Steckt die noch auf der Startrampe oder hebt die schon allmählich ab? Und jetzt gehen wir aber erst mal ein Stück. Also wenn ich gewusst hätte, dass Sie so viel Quantenphysik erklären, dann hätte ich die Folien fast weggelassen. Ja, also wir wollen die Quantenüberlagerungszustände diskutieren und das heißt eben gleichzeitig zwei oder mehr Möglichkeiten, die existieren. Ich meine, für mich geht das nicht, ich kann nicht hier und hier gleichzeitig sein. Ich kann nicht Spin up und Spin down gleichzeitig sein. Für mich geht das nicht. Das liegt daran, dass zum Beispiel der Kollege Neubert mich beobachtet. Schon ist vorbei damit. Ja? Aber wenn ich hier ein Photon habe und ich schicke es auf diesen Doppelspalt und ich beobachte das Photon nicht, dann habe ich zwei Wege, diesen Weg und diesen Weg. Und beide können existieren, beide können da sein. Und dann interferieren diese beiden Wege, so wie das Wellen auf dem Froschteich auch tun. So wie Bäuche und Knoten und Täler zusammenkommen. Und wir sehen dann hier auf einem Schirm so eine schöne Interferenzstruktur mit hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel und so weiter. Also das zeigt die Wellennatur des Lichts, da sind wir nicht so überrascht. Licht ist eine Welle, da sind wir dran gewöhnt. Aber wie funktioniert das, wenn wir ein einziges Photon haben, wirklich nur ein Photon? Ja, das muss ja jetzt irgendwie hier und da gleichzeitig sein. Das macht einem schon Kopfzerbrechen. Das ist wirklich so. Es funktioniert. Ich ziehe mich auf meine Sicht der Dinge. Es klappt. Wir wissen, es funktioniert mit einem Photon sogar besonders gut. Es funktioniert überraschenderweise auch mit Atomen, mit Ionen, Molekülen. Man kann solche Interferenzexperimente mit großen Molekülen auch machen. Es funktioniert sogar mit mechanischen Oszillatoren. Also, was passiert hier? Das Objekt ist in einer Überlagerung von diesem und dieser Möglichkeit und wir sehen diese Superposition anhand von den Interferenzen, die wir beobachten können. Das ist eigentlich faszinierende Quantenphysik. Auch die Materie ist Welle. Die Elektronen,
Die Atome, die Ionen, alles ist auch Welle. Alles hat Welleneigenschaften. Ja, wir können das formaler sehen, wir können sagen, eine Superposition ist eine Lösung dieser berühmten Schrödinger-Wellengleichung, die ich gar nicht mitgebracht habe, aber diese Wellengleichung erzwingt, dass jede Lösung, jede Superposition von Lösungen, das eine ist eine Lösung, das andere ist eine Lösung und die Summe ist auch eine Lösung. Also ich kann gleichzeitig nach oben und nach unten zeigen in der Quantenphysik. Ich habe zwei Möglichkeiten, das war der erste Weg, das war der zweite Weg und beide können gleichzeitig existieren. Verschränkung, hier existieren Lösungen von einem Zweiersystem, also wir stellen uns hier ein rechtes und eine linke Seite vor und immer wenn die rechte Seite nach unten zeigt, zeigt die linke nach oben und umgekehrt. Das Gesamtsystem ist vollständig festgelegt. Wenn ich aber die Eigenschaft der Einzelsysteme messe, dann bekomme ich völligen Zufall. Das ist überraschend. Also hier der dritte Punkt, die Messung. Und das ist eigentlich für mich selber das Überraschendste. Die klassischen Eigenschaften, also wie viel ich wiege, wie groß ich bin, wie alt ich bin, alles Mögliche, wo das Elektron sich befindet, wie schnell es ist, was auch immer. Die klassischen Eigenschaften eines jeden Systems werden erst im Moment der Messung festgelegt und vorher hat es gar keinen Sinn, davon zu reden. Kann man spekulieren, aber es hat keinen Sinn. Man muss die Messung mitdenken und muss sagen, was passiert in dem Moment der Messung und dann macht es erst Sinn, von Eigenschaften zu reden. Ja, das ist wirklich das Verblüffendste. Ja, man kann natürlich dieses hier sage ich mal, das ist die Grundlage der Quantenphysik und das war auch das, was Albert Einstein vielleicht am meisten aufgeregt hat, denke ich, dass es keine absolute Realität gibt, sondern die Realität im Moment der Messung hergestellt wird. Gut, jetzt kommen wir zu den Quantenbits und das sind eben die Gegenstücke zu den Bits. Das Bit ist 0 oder 1 und wenn es irgendwas anderes ist, dann ist der Relais kaputt oder der Transistor. Dann müssen wir 9 nehmen, dann ist das Bit hin. Das Bit muss sich entscheiden, 0 oder 1. Das Quantenbit kann in einer Superposition leben von 0 und 1. Und ich werde jetzt ganz viel hier mit meinem Arm tanzen, also, weil es kann in einer Superposition leben und wir können uns den Zustand des Quantenbits auf einer Kugel vorstellen. Also Nordpol, Südpol sind die beiden Möglichkeiten und dann gibt es eine Superposition, Nordpol plus Südpol, also 0 plus 1, oder 0 minus 1, oder I, komplexe Ebene, oder irgendein Wert auf dieser Kugel. Ja? Und das kann man eben so darstellen, wenn man hier komplexe Amplituden, Alpha und Beta einführt, und dann bei der Messung auf diese Achse hier bekomme ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Alpha Quadrat das Ergebnis, Klick, die 0, die Zahl 0, und mit einer anderen Wahrscheinlichkeit das Ergebnis 1. Was passiert jetzt, wenn das Qubit in dieser Richtung ausgerichtet ist? 0 plus 1. Dann bekomme ich in 50% der Fälle 0, in 50% der Fälle 1. Das ist der absolute Zufall. Es gibt keinen besseren Zufallsgenerator als diesen. Einstein hat gesagt, der liebe Gott würfelt nicht, aber hier das Quantenbit, das würfelt. Das würfelt perfekt. Kein Mensch, niemand in der Welt kann vorhersagen, ob dies oder das rauskommt. Ja? Also, hier haben wir ein Quantenbit. Und jetzt brauchen wir einen Quantencomputer. Das ist ja viel schwieriger. Ein Quantenbit ist noch längst kein Computer. Wir brauchen also so das Quantenbit, das haben wir schon gesagt. Aber jetzt müssen wir alle Quantenbits mal am Anfang initialisieren. Am besten alle auf 0. Das ist die Clear-Taste vom Quantencomputer. Das ist einfach. Und jetzt brauchen wir Datenverarbeitung. Jetzt müssen wir das machen, was Herr Leibniz uns gesagt hat. Wir müssen jetzt ein Qubit drehen können, also aus einer 1 eine 0 machen oder aus einer 0 eine 1. Und wir müssen, das sind die Ein-Bit-Operationen, und wir müssen auch bedingte Operationen machen. Also wenn das eine Qubit nach oben zeigt, dann soll das andere gedreht werden. Wenn das eine nach unten zeigt, dann soll es nicht gedreht werden. Das ist eine Art von Addition, ja? Und dann können wir das hoffentlich, die Qubit-Information hoffentlich lange speichern und am Schluss messen. Und alles das funktioniert. Also der Quantencomputer ist fast fertig. Das hier fehlt noch.
Viele Qubits können verbunden werden. Das fehlt noch. Der Rest ist schon auf einem guten Weg. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das mit einem Ion geht. Wir haben hier also den Zustand 0, den Qubit-Zustand 0, und wir können hier Licht streuen. Dann sehen wir alle 7 Nanosekunden im Mittel ein Photon kommen. Eine Riesenmenge Licht kommt hier, wenn das Atom Licht streut. Aber es kann eben auch in dem anderen Zustand sein, in dem Qubit-Zustand 1, und dann ist es stockfinster. Dann kommt gar kein Licht. Weil in diesem Zustand kann das Atom mit dem angebotenen Photon nichts anfangen. Dann wird es einfach nicht angeregt. Und hier sehen wir jetzt 4 Ionen, die jetzt blinzeln. Sie sehen, die Ionen sind da, aber ab und zu sind sie schwarz. Die machen jetzt Quantensprünge. Sie sehen jetzt den Quantensprüngen zu. Das ist der absolute Zufall, dem Sie gerade zuschauen. Das ist also kein Quantencomputer. Es ist jetzt nur der Messprozess mal für Sie dargestellt hier. Und Sie sehen eben, die können alle hell sein, aber sie können eben auch blinzeln. Und das tun Sie genau, wenn Sie zwischen dem Zustand 0 und 1 hin und her springen. Das sollen Sie natürlich nicht zufällig tun. Die Ionen sollen ja für uns arbeiten. Und deswegen machen wir diese Anregung zwischen 0 und 1 mit einem genau exakt abgestimmten Laserpuls. Wir drehen also von Hand mit einem Laserpuls diesen Bloch-Vektor dorthin und dann wieder weiter und können jeden beliebigen Punkt auf dieser Bloch-Sphäre erreichen. Und das zeige ich Ihnen hier. Hier ist also ein Ion, wir beleuchten das und wir wollen diesen Zustand jetzt in irgendeinen anderen Zustand drehen. Und jeder dieser Punkte, da man sieht fast nicht, wie viele Punkte das sind, jeder dieser Punkte, das sind 100 Experimente gemittelt. Und wir fahren hier an und dann macht es Oszillationen rauf und runter und rauf und runter. Also was das Ion hier macht, ist so und nochmal und nochmal und das Ganze etwa 1000 Mal. Ja? Und Sie sehen, naja, am Schluss, es sieht nicht mehr ganz toll aus, ich gebe es zu, aber die Qualität dieser Operation liegt trotzdem bei 99,995%. Das ist die Qualität, mit der wir Qubits an- und ausschalten können. Jetzt kommt die Frage, wie machen wir diese bedingte Kontrolle? Also ein Qubit soll das Kontrollbit sein und das andere Qubit, das andere Ion, soll das Targetbit sein, was gehorchen muss. Das Kontrollbit soll sagen, ob das zweite gedreht wird. Wenn das Kontrollbit nach unten zeigt, soll es nicht gedreht werden. Und hier sehen wir diese Wahrheitstabelle. Sehen Sie? Wenn das Kontrollbit 0 ist, dann passiert gar nichts. Dann bleibt das Targetbit, wie es ist. Aber wenn das Kontrollbit 1 ist, ja, dann wird das 0 auf 1 gedreht und 1 auf 0. So einfach. Und das entspricht im Prinzip einer Addition, wie sich schon der Herr Leibniz so viel 100 Jahre früher sich vorgestellt hat. Und wir machen das jetzt auch mit Quantenbits. Ja? Wir machen genau diese Modulo 2 Addition machen wir mit Quantenbits. Das ist genau das, was in der ersten Publikation von Leibniz sozusagen zu sehen ist, bei dem, was ich Ihnen gezeigt habe, und hier eben mit Quantenüberlagerungszuständen nun auch. Und hier sehen wir Ignatius Dirac und Peter Zoller. Ja, das war vorher auch anders. Irgendjemand hat da was davor gehängt. Aber die beiden sehen da noch sehr jung aus und ich würde fast wetten, dass sie auch irgendwann mal den Nobelpreis kriegen, wo wir das Thema schon hatten. So, diese zwei Ionen, die haben mich begleitet, um das erste Mal eine kontrollierte Gatter zu machen. Diese zwei Ionen sind am Montag in die Falle gegangen und mussten dann die ganze Woche für uns arbeiten. In dieser Falle waren sie in der ganzen Woche und haben die ganze Zeit arbeiten müssen. Am Wochenende sind wir gegangen, hatten die Messung gemacht und haben gesagt, ihr dürft auch nach Hause jetzt. Okay. Und das kam raus. Wir sehen jetzt eben ein 2-Bit-Gatter, wo, wenn das Kontrollbit 0 ist, dann passiert gar nichts. Dann kommt auch das Kontrollbit, dann kommt wieder 0,0 raus. Aber wenn das Kontrollbit 1 ist, dann sehen Sie, 1,0 wird zu, da hinten, zu 1,1. Das Targetbit dreht sich auf 1. Hier, das Kontrollbit ist 1, deswegen muss sich das Targetbit drehen. 1 geht auf 0, das ist der höchste Balken. Okay, funktioniert, wundervoll. Inzwischen, was wir damals im Labor von Rainer Blatt gemacht haben, ist inzwischen Vergangenheit. Inzwischen sind die Gatterqualitäten weit über 99%. Und dieses Bild würde viel, viel schöner aussehen. Aber ich zeige es deswegen, weil es einfach für mich was bedeutet. Es war nämlich das erste Mal, dass es funktioniert hat. Das ist auch sehr wichtig, finde ich. Und wie ist jetzt ein Quanten,
Algorithmus. Ein Quantenalgorithmus ist ja zusammengesetzt nur aus 1-Bit- und 2-Bit-Operationen. Das ist das Gute. Wir brauchen keine 3-Bit- oder 4-Bit-Operationen. Wir haben eigentlich jetzt alles in der Hand. Und hier sieht man eben 1-Bit-Rotationen. Das ist meinetwegen so eine Rotation auf der Bloch-Sphäre oder so eine Rotation. Und diese Dinger, die hier zwei Qubit-Linien verbinden, das sind 2-Bit-Operationen, wo das eine kontrolliert, ob das andere gedreht werden soll. Hier ein Algorithmus von nur 4 Qubits und hier läuft die Zeit ab. Das ist also, passt eigentlich gut hier ins Theater, weil nämlich die Musiklinien, die Notenlinien hier, können Sie sich vorstellen, auch entlang der Zeit ablaufen. Und Sie müssen praktisch auf diesen Qubits jetzt Musik machen. Ja, es ist eine zeitliche Sequenz von diesen Operationen. Und alle Qubits müssen irgendwann verbunden werden. Und ganz am Schluss, da werden wir die Qubits messen, werden gucken, ob sie hell oder dunkel sind und kriegen daraus das Rechenergebnis. Jetzt ist die Gretchenfrage, wie geht es jetzt dem Quantencomputer? Also die Antwort ist hier wunderschön. Wie geht es ihm, dem Quantencomputer? Er ist in einer Überlagerung, natürlich. Wir sind ja in der Quantenphysik. Also in einer Überlagerung von total erfolgreich und noch nicht einmal angefangen mit der Sache. Und ich finde, das trifft es fantastisch. Es ist eine Sache, die eben vom Betrachter abhängt. Und ich möchte mal sagen, wenn man es daran entscheidet, ob der Quantencomputer nützlich war für Menschen außerhalb des Physiklabors, dann ist der zweite Punkt richtig. Wenn man sagt, was haben wir alles gelernt, wie weit sind wir gekommen, dann ist es ein grandioser Erfolg. Und wir müssen jetzt noch ein Stückchen weiterkommen, um eben hier auch wirklich die Nützlichkeit allgemein zeigen zu können. Der Quantencomputer ist eben noch nicht ganz einsatzbereit. Wir sind schon ein Riesenstück vorangekommen. Der Quantencomputer soll ja benutzt werden von normalen Nutzern, von einem Chemiker, von einem Ingenieur, von Ihnen. Und Sie wollen nichts mit Ionen zu tun haben. Sie wollen einfach einen Computer haben. Sie wollen nicht wissen, wie man Ionen fängt, wie man Laser einstellt. Das wollen Sie alles nicht wissen. Sie wollen eine Oberfläche haben, auf der Sie einfach Ihr Programm eingeben. Da ist so eine Oberfläche. Wir sitzen auch nicht mehr im Labor. Wir machen das alles ferngesteuert. Sie wollen das eben von Ferne tun. Sie wollen vollständig automatisch das ablaufen lassen. Und Sie wollen vielleicht, wenn Sie ein externer Anwender, eine Chemiefirma oder so sind, dann wollen Sie über die Cloud hier an unseren Quantencomputer HPC, High Performance Computer, den Anschluss haben. Und das können Sie auch. Da müssen Sie auf diese Webseite gehen und da kommen Sie dann hier ran. Und dort ist eben, gefördert vom Bundesministerium, ein erster, kleiner, winziger, noch nicht so praktischer, aber schon einigermaßen guter Quantencomputer. Und das ist das Konsortium, da sind also Industriepartner dabei, Fraunhofer-Institute, Kollegen aus Jülich. Und wenn Sie jetzt das machen, dann muss man natürlich einen Test machen. Funktioniert das? Und der beste Test war hier, der Präsident der Uni Mainz, anlässlich des Parlamentarischen Abends, der eine Feier war zur 75-jährigen Wiedereröffnung nach dem Krieg. Und der fragte mich, ob er irgendetwas vom Quantencomputer vorführen kann. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, Sie können einfach mal einen Bellzustand, einen verschränkten Zustand erzeugen von Berlin aus und dann können wir das ausprobieren, unseren Quantencomputer. Und so ging es dann und hier sieht man eben, wenn der Film läuft, ich werde kurz verrückt jetzt. Jetzt läuft genau, er. Genau, da ist es. Herr Schmidt-Galler hat mir versprochen, dass ich in der Lage bin, von hier aus seinen Quantencomputer in Mainz vielleicht zu bedienen. Ich mache das jetzt. Ich setze hier einzelne Quantenbits. Es war unglaublich aufregend für mich, weil wenn das jetzt da nicht funktioniert hätte, dann hätten die... Und da setzen man sieht wir jetzt eins. Hier den Präsidenten den Computer und bedienen dann setzen wir ein und gleichzeitig Gatter. Sieht man die Ionen, die schon warten darauf, was sie zu tun haben. Zwei. Der muss zum Glück dieses Panel nicht verstehen. Der muss das hier nur die Gatter machen. Das ist eine Rechenaufgabe für diesen Rechner. Hier unten sehen Sie das Ergebnis, was rauskommen sollte. Wir haben keine Zeit, in irgendwelche Details zu gehen. Herr Schmidt-Galler steht den ganzen Abend für Sie zur Verfügung. Deswegen hat er sich hier vorne hingesetzt. Sie alle wissen, wo es ist. Aber ich kann das jetzt, da steht Run. Das heißt, das wird jetzt nach Mainz geschickt. Das wird dort im Quantencomputer verarbeitet. Man sieht jetzt, die Ionen hier arbeiten. Und das, was wir hier sehen, also orange, ist das experimentelle Ergebnis. Und dies ist genau ein Bell-Zustand. Genau der, den ausgeführt mit einzelnen Ionen. Das unter ist genau Einfluss von Laserstrahlen. Wir lassen es mal so stehen, Herr Schmidt-Galler. Gut. Also
Ihr Wunschzustand ist das, genau dieser Zustand, wo der eine sich zufällig entscheidet, der andere sich zufällig, aber beide genau gleich. Ja? Den haben wir erzeugt. So, ja, also das funktioniert mit der Schnittstelle. Und jetzt können wir natürlich einen Schritt weiter gehen und können sagen, gut, wozu wird dieser Quantencomputer mal nützlich sein, wenn wir diese Spielchen mit wenigen 2, 3 Ionen und von mir aus 10 Ionen diese Spielchen beendet haben. Und da sind natürlich die Faktorisierung von großen Zahlen, um die Verschlüsselung nach dem RSA-Code zu knacken. Ganz ein ernstes Thema, ganz ein böses Thema, weil das macht man natürlich nicht. Ja? Also ich meine, damit verschlüsseln die Leute ihre E-Mails, ihre Bankdaten und so weiter. Das tut man nicht. Also ich sag mal, wir tun das nicht. Ja? Wir tun das aus verschiedenen Gründen nicht. Der erste Grund ist, wir können es nicht. Der erste Grund ist, wir können es nicht, weil unser Quantencomputer ist noch viel zu Baby, um so etwas zu machen. Der zweite Grund ist, die haben nicht geschlafen. RSA ist schon abgelöst. Es gibt schon die nächsten Codierungsverfahren und die sind so krass, die könnten Quantencomputer, auch wenn er maximal riesig wäre, nicht lösen. Okay? Das ist natürlich nur für die alten E-Mails wird es funktionieren. Wenn man die alle gespeichert hat, dann kann man die jetzt, dann nachher vielleicht in 10 Jahren alle entschlüsseln. Dann ist es auch vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Okay? Also das machen wir nicht, aber wir haben sehr viel zu tun. Der Quantencomputer kann zum Beispiel Optimierungsaufgaben in der Logistik erfüllen. Welches Flugzeug muss an welche Gangway ranfahren und so weiter. Das kann man auch so lösen, aber es gibt da sehr gute Methoden, die Logistik machen. Wir haben uns aber in Mainz speziell auf die Simulation von chemischen Reaktionen gestürzt. Und zwar die Optimierung von katalytischen Polymerprozessen. Das ist etwas, was die Firma Covestro interessiert. Die Firma Covestro interessiert sich deswegen dafür, weil wenn man nur ein bisschen was gewinnen könnte an einer katalytischen Reaktion, würde man unglaublich viel gewinnen. Etwa ein Drittel der Energie wird in chemische Prozesse gesteckt. Es ist ein wahnsinnig energieaufwendiges Verfahren. Polymer werden güterwagenweise hergestellt und eine kleine Verbesserung würde schon einen Riesenunterschied machen. Und mein Kollege von Covestro, der sagt, wenn ihr einen Quantencomputer mit 50 voll funktionsfähigen, voll verbundenen Quantenbits habt, dann würden wir ganz viel lernen. Dann würde uns das wirklich viel helfen. Wir haben jetzt noch nicht 50, aber ich zeige Ihnen die Pläne, wie wir auf 50 kommen. Wir können natürlich ebenso wie diese katalytischen Polymerprozesse auch magnetische Materialien oder Fragen auch in der Hochenergiephysik lösen. Das hört sich verrückt an, wie kann man gleichzeitig Chemie machen und auch Hochenergieteilchen untersuchen können. Was ist denn das Gemeinsame? Das sind Fermionen, das sind Elektronen, das sind auch Fermionen, das sind auch Elektronen. Und wir können praktisch fermionische Simulationen machen. Ich komme jetzt auf diese katalytischen Polymerprozesse. Also was man in der Vorlesung auch noch gerade lernt, ist, wie ein Wasserstoffmolekül zusammengebunden wird. Also ein Polymer ist viel, viel komplizierter, viele Kohlenstoff, viele Wasserstoff, viel, viel mehr einzelne Atome, die zusammengebunden. Aber Sie sehen schon hier ein Proton, das ist ein Wasserstoffmolekül, das würde nie zusammenhalten, weil das Positive und Positiv stößt sich ab, nichts funktioniert. Und ich habe jetzt ganz unverschämt eine Elektronenwellenfunktion eingemalt, die eben der Kitt ist, zwischen diesen Protonen und wie jetzt diese Elektronen auf die Orbitale verteilt werden, das können wir in der Vorlesung noch ausrechnen für ganz einfache molekulare Systeme. Die Chemiker haben Näherungsverfahren erfunden, wo sie schaffen, ja, angenähert auch große Moleküle zu brechen, aber sie sind sich nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Wie weit gelten die Näherungsverfahren? Das ist unklar, das kann man nicht ausrechnen. Das Problem ist, wenn man sehr viele Elektronen hat, bei einem sehr großen Molekül hat man sehr viele Elektronen, können unglaublich viele verschiedene Positionen annehmen. Und hier ist es, die Anzahl der Elektronen in einem großen Molekül ist sehr und die Anzahl der Konfigurationen wächst jetzt exponentiell mit der Anzahl der Elektronen. Wir wissen, was exponentielles Wachstum ist nach der Corona-Krise hier, ne? Also
da hat man keine Chance, große Moleküle, womöglich Biomoleküle, zu simulieren, geht nur noch sehr näherungsweise. Und dann weiß man nicht, stimmen die Näherungen. Und der Quantenrechner wird nützlich sein, da komme ich auf die Gretchenfrage zurück, ab etwa 50 voll funktionsfähigen und verbundenen Qubits. Dann wird er Zahlen speichern können, die größer sind als jede Zahl, die ein klassischer Hochleistungsrechner speichern kann. Weil 2 hoch 50 ist eine wahnsinnige Zahl. Ich habe sie nicht hingeschrieben. Aber das kann kein klassischer Rechner mehr behandeln. Und da ist dann eben der Einsatzzweck in diesem Gespann von einem Quantenrechner und einem klassischen Rechner. Also chemische Quantensimulation funktioniert dann konkret so. Wir nehmen den klassischen Rechner, der platziert die Atomrümpfe, also das Kohlenstoff, das Wasserstoff, den Kern sozusagen. Und dann platziert der Quantenrechner, der macht das, was er gut kann. Er platziert jetzt die Elektronenwellenfunktionen. Und da hat er unglaublich viele Superpositionszustände, die eben bei so vielen Elektronen existieren können. Das ist jetzt schwierig, das kann nur der Quantenrechner gut, das kann der klassische Computer sehr schlecht. Der Quantenrechner ermittelt jetzt die Energie für diese Konfiguration und schickt die zurück an den klassischen Rechner und der sagt, oh, das war noch nicht gut, ich schiebe mal dieses Kohlenstoffatom ein bisschen nach unten, probiere mal das aus, vielleicht ist die Energie günstiger. Und so rutscht der klassische Rechner die ganzen Positionen im Molekül zurück, bis das Molekül in der niedrigsten Energiekonfiguration ist. Und da ist es. So wird es sein. So kann man chemische Reaktionen simulieren. Ja, wir haben noch technologisch einiges vor uns. Wir haben noch nicht 50 Qubits. Und was mich eben glücklich macht, dass wir mit einem speziellen Laserprozess hier aus dem dreidimensionalen Fallenstrukturen höchster Qualität fertigen können, die dann auch später mal die ganze optische Kontrolle, also praktisch die ganzen Laserstrahlen enthalten. Und dies macht unseren Ansatz skalierbar auf 100 Qubits und eventuell dann auf 1000 Qubits in einer zweiten Stufe. Das heißt, wir sind hier wirklich in dem Bereich, wo unser Quantencomputer nützlich sein wird für diese spezielle Anwendung. Ich weiß nicht, wie viele Anwendungen es sonst noch gibt. Ich glaube, es gibt noch einige. Es ist oft so, dass ein Ding nachher für eine ganz andere Sache nützlich wurde, als für die es erfunden wurde. Und es muss natürlich auch verlässlich sein. Und das geht dadurch, dass wir viele Industriekomponenten nehmen, die eben Tag und Nacht funktionieren, sodass ein Nutzer wirklich sich einwählen kann. Irgendein Industriepartner will natürlich nicht, dass da mal der Computer nicht geht. Ja, der muss immer gehen und das ist eine große Herausforderung. Ja, wir sind nicht die Einzigen. Es ist ein großes Rennen. Und hier sehen Sie verschiedene Firmen, die Quantencomputer herstellen. Und zwar unterschiedliche Qubits werden da verwendet. Ich habe jetzt heute über meine Lieblingsqubits gesprochen. Meine Lieblingsqubits sind die Ionen, weil die sind ideal beschützt. Sie sind im Ultrahochvakuum, sie sind ultrakalt und sie sind praktisch der Inbegriff eines beschützten Quantensystems. Die neutralen Atome haben den Vorteil, also deswegen, weil sie eben so gut beschützt sind, haben sie so eine hohe Qualität der Gatter. Und das ist wichtig, gerade für die chemischen Simulationen. Der Chemiker bei Covestro, der möchte nicht wissen, ob die Reaktion bei zwischen 500 und 1000 Grad funktioniert. Der will wissen, wo sie genau funktioniert, aufs Grad genau. Der will nicht irgendwas Annäherndes wissen. Ja, deswegen diese hohe Gatterqualität ist essentiell für die Quantensimulationen in der Chemie. Die neutralen Atome sind uns voraus, haben die höchste Zahl von Qubits, noch, sage ich, da kommen wir auch hin. Die supraleitenden Schaltkreise sind sehr schnell, aber ich würde sagen, sie müssen sehr schnell sein, weil sonst zerfällt ihnen unter den Händen die Information. Photonische Schaltkreise funktionieren auch nicht sehr gut, sind auch sehr schnell und sind vielleicht vor allem besonders gut, wenn man Datenverarbeitung, also Quantencomputer vernetzen möchte, dann wird man diesen Ansatz vielleicht gern mal mögen. Und Quantenpunkte in Festkörpern haben natürlich das Problem, dass in einem Festkörper viele Dinge passieren, die wir nicht so gut kontrollieren können. Also wir bedanken uns nochmal bei Wolfgang Paul, dass er uns diese Paul-Falle geschenkt hat, wo wir diese Ionen im freien Vakuum aufhängen können. Hier sind diese ganzen Firmen, ich kann gar nicht sagen, es sind noch praktisch monatlich kommen neue Firmen dazu und das ist unser Rennen. Jetzt schließt sich der Kreis. Ich würde so gern diese Herren
zu einer Labortour einladen. Und hier sitzen sie alle, die ganzen Berühmten. Hier ist Max Planck, Frau Curie, Albert Einstein. Wir haben hier Niels Bohr. Wir haben hier Erwin Schrödinger. Hier haben wir Heisenberg. Also es ist eine wahnsinnig tolle Runde. 1927 haben diese Herren über die Quantenphysik nachgedacht. Ja, sie haben die Grundlage gelegt. Wir stehen auf den Schultern von Riesen, wenn wir das jetzt machen können, was wir machen können. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, wir haben ein wundervolles Team, bei dem ich mich auch bedanken möchte. Ein wundervolles Team an der Uni Mainz. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, lieber Ferdinand, ganz herzlichen Dank. Auch wenn die Technik etwas Quantum gespielt hat zu Beginn, denke ich, ist doch enorm gut rübergekommen, wie spannend, wie potenziell revolutionär diese Technologie ist und auch wie schwierig es ist, sie in den Griff zu bekommen. Aber du hast es sehr anschaulich gemacht. Jetzt dürfen Sie Fragen stellen. Ich möchte Sie aber bitten, sich zunächst zu melden, dass jemand mit einem Mikrofon zu Ihnen kommt, damit wir im Saal die Frage auch hören können. Und dann wird Herr Schmidt-Kahler das beantworten. Und tatsächlich fangen wir heute mal an im ersten Rang. Der Herr in der hinteren Reihe. Warten Sie gerade noch. Ich glaube, unsere Mikrofonträger sind gegebenenfalls noch auf dem Weg nach oben. Das sollte aber gleich jemand kommen. Oder gibt es vielleicht vorher eine Frage hier unten, dass wir eine Frage vorwegnehmen? Da ist da in der Mitte, ja. Der Herr in der sechsten, siebten Reihe, ja, genau dort. Schon? Ja. Ja, ja. Ich muss mich entschuldigen, also zum Quantencomputer werden ja andere welche Fragen. Aber beim vorletzten Mal saß ein Herr neben mir, der kein Physiker war und hat gesagt, in dem Eingangsding, wo steht, im großen Theater, können Sie das jetzt nochmal bringen, dieses Schaubild, wo steht Physik im Theater, ja, wo eine im Hintergrund eine Physikertafel ist, oben steht Higgs-Mechanismus. Genau. Und meine Tafel. Unten, ja, schauen Sie mal, unten steht Mainz. Und wer jetzt bei Mainz ein bisschen nach unten guckt, ist gleich Fisch. Können Sie das lesen? Ist gleich Fisch. Das soll angeblich der Georges Bernard-Shaw erfunden haben, stimmt aber nicht. Wenn man enough sagt, ist am Schluss von enough ein GH. Also kann man das GH wie ein Fisch, wie ein F sprechen. Der Plural von Woman ist Women, wird aber mit einem O geschrieben. Man kann also das O wie ein I lesen. Und jetzt kommt der Fehler. Da steht jetzt IT. Das muss aber TI heißen. In Nation, damit man das Sch hat. Und also der Herr. Ich habe an die Mainzer Uni das geschrieben, habe keine Antwort bekommen, wer das verbrochen hat und warum das auf einer Physiktafel steht. Ich kann nichts dazu sagen. Super. Also ich kann Folgendes dazu sagen. Das ist tatsächlich die Tafel in meinem Büro. Und wir wollten damals eine sehr vollgeschriebene Tafel hatten. Es waren viele Personen da, die ihre Lieblingsformeln und Sonstiges auf die Tafel fabriziert haben. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie sprechen von diesem Fisch da ganz rechts. Ich kann versuchen, es ja, möglich. Jetzt gehen wir nach oben in den ersten Rang. Hallo? Bitte schön. Ja, vielleicht nehmen Sie die Maske. Genau. Test. Okay. Vielen Dank für die super Präsentation. Ich als Laie hätte noch eine Frage bezüglich des Vorteils dieses Bell-Modells.
gegenüber dem Transistor. Und zwar, Sie haben das sehr, sehr schön veranschaulicht, die Möglichkeiten mit dem Arm, was man machen kann, aber ich verstehe leider nicht so ganz, worin der Vorteil liegt, dass man es tun kann im Vergleich zum Transistor, der eben nur an- und ausgeht. Ja. Ist die Frage verständlich? Es geht eigentlich darum, wie viel Information kann ich speichern in einem Qubit und wie viel Information kann ich in einem Bit speichern. In dem Bit kann ich eben nur 0 oder 1 speichern und im Qubit kann ich im Prinzip unendlich viel Information speichern, denn es ist eine analoge Information. Dieses Alpha und dieses Beta kann ja beliebig sein. Ja? Und es gibt unendlich viele Positionen auf der Erde, wissen wir ja. Der Zeiger kann irgendwo hin zeigen. Ja? Im Moment der Messung projiziere ich es und dann bekomme ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 0 oder 1 raus. Also es ist eine ganz andere Art von Informationsspeicherung. Und das führt dazu, dass in einem Quantencomputer mit diesen Quantenbits eben eine Zahl von 2 hoch Anzahl der Qubits kodiert werden kann. Das sind dann Zahlen, mit denen man wirklich in einem klassischen Rechner Probleme haben würde. Ja? Also es ist im Grunde eine Art Analogrechner. Ja? Dieses Qubit ist was Analoges. Und dieser Analogrechner wird dann digital ausgelesen. Und um die Frage zu erweitern, oder vielleicht geht es auch in die Richtung, natürlich hat ein Analogrechner auch das Problem, ich habe ja gesagt, die Gatteroperationen sind nicht perfekt. 99,99 und dann macht es vielleicht der nächste Doktorand noch eine 9 besser, aber ganz perfekt wird es nicht. Und da kann man sich fragen, was kann man jetzt dagegen tun? So ein Rechner kann sich eben auch verrechnen, ein kleines bisschen nur. Aber macht man ganz viele Schritte, wo er sich immer ein kleines bisschen verrechnet, dann wird es ganz falsch. Und das muss verhindert werden. Da gibt es dann eine sogenannte Quantenfehlerkorrektur, die auch wieder digitale Elemente hineinmischt in das analoge Speichern und damit Fehler eben vermeiden kann. Also Analogspeicherung, Alpha 0 plus Beta 1 und diese Alpha und Beta sind einfach komplexe Zahlen. Da ist wahnsinnig viel Information drin enthalten. Ja? Danke. Vielen Dank. Darf ich aufbauend darauf noch eine Frage stellen? Ja, und zwar, das bedeutet, dass Sie mit Ihrem Laser die genaue Position eines Qubits im Endeffekt bestimmen können und dadurch, dass dadurch wird der zweite, der eben verbunden ist, verändert. Das ist jetzt die Rechenleistung. Genau, im Endeffekt. Die Rechenoperation ist, dass wir bedingt, was das eine Qubit ist, das andere drehen oder nicht drehen. Genau. Also eine Verbindung zwischen diesen Qubits herstellen und dabei entsteht dann eben gegebenenfalls so ein verschränkter Zustand, wo beide oben sind oder beide unten, aber jedes, wenn ich es messe, mal ist das oben, mal ist das unten, so ähnlich wie wenn wir Zaubermünzen in der Hosentasche hätten, wir werfen die auf den Boden und jeder sieht, okay, Kopfzahl, Kopf, Kopfzahl und Herr Neubert hat auch Kopfzahl, Zahl, Kopf. Wir halten unsere Listen nebeneinander und denken, das ist ja verrückt. Ich habe völlig zufällige Zahlen, Herr Neubert hat völlig zufällige Zahlen, aber sind total korreliert. Ja? Genau das. Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt gibt es eine Frage im Parkett. Ich hier vorne vielleicht. Ich habe da hinten den... Jetzt müssen die Hände ein bisschen höher. Da ist das. Da hinten. Ja. Okay, dann... Bitte schön. Ich habe Operationen mit 2 Qubits genauer erläutert. Ich bin auch bei den Versuchen, ein einzelnes Qubit etwas genauer zu verstehen. Ja. Und zwar ist meine konkrete Frage, ist es denn möglich, ausgehend von einem Grundzustand, jeden beliebigen Zustand auf der Blochkugel gezielt herzustellen oder ist das überhaupt nicht notwendig? Also wenn ich eine 1-Bit-Operation mache, dann kann ich praktisch einmal die Pulslänge verändern oder die Phase des Lasers und dann kann ich im Prinzip auf jeden Punkt an der Blochkugel kommen. Was notwendig ist, sagt der Algorithmus. Also der Programmierer, der will vielleicht ganz eigenartige Operationen haben, die nötig sind.
Also da müssen wir für alle Parameter auch etwas haben. Wir können nicht damit auskommen, dass wir sagen, wir machen aber bitteschön nur diese Operation. Also es muss schon eine universelle Drehung sein, wo wir wirklich kontinuierlich in einen Winkel gehen können. Ja. Und Sie hatten am Anfang gefragt, wie die Wechselwirkung zwischen zwei Qubits genau funktioniert. Das habe ich nicht gefragt, das würde mich aber auch noch interessieren. Wie? Zweiter Rang. Da ist die Lampe an. Ja, bitteschön. Ich jetzt, oder? Okay. Ja, also ich wollte auch noch mal ein kurzes Dankeschön aussprechen. Ich sitze ja bei Ihnen in der X1-Vorlesung und da war ich schon fasziniert. Und als ich dann gesehen habe, dass Sie heute einen Vortrag halten, habe ich gesagt, Papa, wir holen uns zwei Karten. Also mein Vater ist heute Abend mit mir hier. Und ich habe vielleicht eine etwas simple Frage, aber ich will sie trotzdem wissen. Mich würde interessieren, ob es noch kleiner als Quanten geht und wenn ja, was da noch ist oder ob man es noch entdecken kann. Noch kleiner als Quanten. Also die Elementarteilchen sind natürlich noch kleiner als Quanten. Also Quarks sind Drittel, das ist ganz was Komisches. Also das ist die Spezialität natürlich von anderen Physikern. Wenn wir in die Unterstruktur der Materie reingehen, also sozusagen in den Atomkern, dann gibt es natürlich noch kleinere Dinge. Aber ja, die Quanten, das heißt einfach, dass Energie von in Portionen vorliegt in, und das sozusagen, wir können uns nicht helfen, wir können nicht sagen, die eine Hälfte vom Photon ist oben, die andere Hälfte unten geflogen, weil das ist ein Photonquant, also es kann nur gleichzeitig geflogen sein und kleinere Dinge, gibt viele kleinere Dinge als Atome und Atomkerne, aber ja, das ist sozusagen die subatomare Welt, die ist jetzt ja in dem ganzen Proton und Neutron drin verborgen. Das sind selber nochmal Universen für sich, würde ich sagen. Also wenn man da nochmal hineinschaut, dann sieht man nochmal eine neue Welt, die aber natürlich nach quantenphysikalischen Eigenschaften funktioniert. Aber es sind dann andere Ingredienzien, das sind dann andere Objekte, aber sie funktionieren exakt nach den Methoden der Quantenphysik. Und als eben die Quantenphysik entwickelt wurde, wurde sie anhand der Atome entwickelt, weil man die so schön beobachten konnte, weil man eben das Licht von den Atomen analysieren konnte. Und es ist so viel schwieriger, noch mal tiefer in die Materie hineinzuschauen und gucken, was für Quantenphysik im Inneren von Atomkernen passiert. Und ich finde, es ist nicht nur schwieriger reinzuschauen, sondern was mich daran immer stört, ist, dass wir es nicht kontrollieren können. Ich bin so ein Kontrollfetischist. Und da kann ich das mit Atomen viel besser, als man Elementarteilchen kann man einfach noch nicht kontrollieren. Vielleicht kommt das mal. Und dann ist es natürlich fantastisch, auch dort Quantenphysik zu treiben, mit dieser Kontrolle, die Serge Haroche und Dave Vineland den Nobelpreis gebracht haben, das nochmal in die Elementarteilchen. Das wäre eine fantastische Perspektive, aber da sind wir noch nicht. Ja. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen. Ganz viele Wortmeldungen und das ist toll. Ich bitte Sie nur, Geduld zu haben, bis wir alle abarbeiten. Vielleicht das Mikrofon ist bei dem Herrn da vorne. Wir hatten aber auch eine Meldung hier eben, die wir gleich auch dran nehmen sollten. Und da hinten auch. Gut, also. Gut, ich probiere meine Frage sauber zu formulieren. Auf der Bloch-Kugel gibt es verschiedene Zustände, die angenommen werden können. Die Frage ist, wie unterscheidet nachher im Messprozess der die Erdoberfläche und Sie haben einen Breitengrad und einen Längengrad und ich nehme mir einen Punkt. Wie entscheidet nachher der Messprozess? Es gibt nur 0 und 1. Wenn ich dieses Qubit messe in dieser Achse, dann bekomme ich das gleiche Ergebnis, als wenn das Qubit so wäre. Wenn der Rechenprozess, wenn der Algorithmus so endet, dass ich das Qubit, dass ich diese Information brauche, dass es in diese Richtung zeigt, dann muss ich auch in die Richtung messen. Kann das Qubit nur einmal messen, dann ist es kaputt gemessen. Ja? Also wenn ich dem Algorithmus es schlecht mache, wenn ich einen schlechten Quantenalgorithmus baue, wo nachher das Ergebnis Zufall ist, dann habe ich es halt falsch gemacht. Also ich muss in der richtigen Basis, in der richtigen Richtung messen. Wenn das Qubit nachher so oder so steht, dann ist es ideal, in dieser Richtung zu messen, dann bekomme ich die volle Information.
Wenn das Qubit so steht und ich das dann in dieser Richtung messe, bekomme ich Zufall. Das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist allein die Wahrscheinlichkeit. Okay. Von dieser anderen Richtung bleibt nichts mehr übrig nach dem Messprozess. Mhm. Es ist zerstört. Ich kann aber Algorithmen natürlich machen, wo ich dann das schlauer mache. Okay? Also das wäre natürlich maximal dumm, wenn man das tut. Da haben Sie völlig recht. Ja? Ich springe das heißt ein bisschen also, hin und her. Der Breiten- und der Längengrad geben eine Wahrscheinlichkeit, wie A und 1 und 0 zusammengesetzt sind. Also Alpha und Beta. Ja, okay, genau. Danke. Ja. Alpha-Quadrat und Beta-Quadrat sind zusammen eins. Wir gehen jetzt gerade auf den anderen Pol der Bloch-Sphäre und kommen gleich wieder zurück da hinten beim Licht. Hallo, bitte schön. Ja, vielen Dank für das tolle Format hier. Meine Frage ist recht simpel. Warum benutzen Sie Calcium? Das ist wirklich eine Frage, die liegt einfach daran, dass Licht, was wir da benutzen können, das ist noch sichtbar. Dafür können wir Optik kaufen. Dafür können wir Fasern benutzen. Die Detektoren, die wir da haben, die sind in einem Bereich, wo sie sehr hohe Effizienzen haben. Es ist einfach ein sehr praktisches Ion, was Wellenlängen hat mit sinnvoll erreichbaren Lasern. Da hinten zunächst nochmal. Ja, bitte. Genau, ich hätte eine Frage zu den Ionen. Sie hatten am Anfang gesagt, dass die heller leuchten als die Sterne. Haben Sie dann einen Wert? Also haben Sie mal die Magnitude oder Luminosität oder so berechnet? Hab ich noch nicht gemacht. Aber ich habe sie angeguckt und ich kann Ihnen sagen, sie sind wirklich heller als die Sterne. Es ist eine gute Anregung, ich mache es. Ich werde es rauskriegen und wenn wir uns wieder treffen, dann sage ich es Ihnen. Sie sind doch ein bisschen näher übrigens als ja. Die Sterne. Bitte schön. Ja, eine Frage zur Größe. Wie groß oder wie weit sind denn diese Ionen voneinander entfernt? Ja. Und wenn Sie so 50 Stück aufreihen, lassen die sich denn noch sozusagen superponieren oder irgendwie spüren die was voneinander und wo ist da die Grenze? Ja, also diese Ionen, die sind etwa 3 Mikrometer voneinander entfernt, das kann auch 5 Mikrometer sein, aber im Bereich von einigen wenigen Mikrometern. Und die spüren sich, die haben ja diesen Tanz der Ionen gehabt, die spüren sich über die gemeinsame Schwingungsbewegung. Und das heißt, ich kann die Verschränkung zwischen dem rechten und dem linken Ion herstellen und die anderen sind da praktisch stille Beobachter und die gemeinsame Schwingungsbewegung wird benutzt, um dieses und dieses in diesen interessanten Weltzustand zu bringen. Und jetzt ist die Frage, Skalierung. Wie viel Ionen kann ich denn da noch in eine Linie sinnvoll anordnen? Hier ist jetzt eben auch die Ionenphysik fantastisch, die Paul-Fallen. Ich hatte ja das eine Bild gezeigt und da gibt es natürlich, jetzt muss ich aber ganz runter. Diese Strukturen, das war ganz am Schluss. Hier sieht man auch diese Strukturen. Nee, noch nicht. So, aber man sieht hier diese kleinen Zähnchen hier. Diese kleinen Zähnchen, das ist nicht nur eine Paul-Falle, dies hier sind im Prinzip 32 Paul-Fallen, wo ich die Ionen durchreichen kann. Also hier könnten 20 sein, hier könnten 10 sein und hier können nochmal 30 sein. Und dann mache ich das wie in einem Güterbahnhof, wo ich Züge mit Ionen, Ionenkristalle zusammenstelle und die fahre ich dann anhand von ihrer elektrischen Ladung, kann ich sie bewegen in einem Potenzial und irgendwo platzieren, wo die Laser davor sind. Dann nehme ich einen anderen Zug und kombiniere den. Ich kann die Ionen vertauschen, ich kann die Ionen auseinanderfahren, ich kann mit den Ionen wirklich ganz wild hin und her fahren. Wir haben das ja in dem einen Film gesehen, wo dieser Vier-Ionen-Kristall zur Seite ging und wieder zur anderen Seite. Wir können das trennen. Wir können praktisch wie in einem Güterbahnhof die Züge zusammenstellen. Und das ist die Möglichkeit, wie wir eben skalierbar arbeiten wollen, weil wir eben nicht alle in einer großen Kette haben. Das wäre, wie Sie richtig sagen, irgendwann mal ein großes Durcheinander. Deswegen eben in Portionen und in unserem Ansatz bauen wir die Güterzüge zu jemals 10 Ionen auf und dann haben wir eben 5 oder 10 von solchen Güterzügen, die wir durch die Gegend fahren, wo wir praktisch noch gute Kontrolle haben und andererseits aber auch schon sehr viele Qubits. Das ist unser Plan in der Richtung. Also nicht alles auf einmal in eine Falle, das ist zu viel durcheinander. Ich stimme Ihnen völlig zu. Zunächst da vorne beim Licht, ich sehe Sie da oben und ich sehe Sie auch da hinten. Kommen alle noch dran.
So, guten Abend. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es sind mehrere Ionen in einer Falle. Wie genau wird es dann umgesetzt, dass die, Sie hatten ja diese schöne Animation, wo die getanzt haben, genau, dass die nur in einer Dimension sich bewegen und nicht in drei Dimensionen? Ja, also wir können natürlich die Ionen kühlen. Und kühlen heißt die Bewegungsenergie komplett herausnehmen. Also Temperatur heißt ja ungeordnete Bewegung. Und das Laserkühlen habe ich nicht erklärt, das passt in die Zeit nicht rein, aber es ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Sie müssen sich vorstellen, das hat Theodor Hensch erfunden, zusammen mit Dave Lineland, dafür gab es keinen Nobelpreis, komischerweise. Ein Atom kann eben von einem Photon Impulsübertrag bekommen. Ganz oft schießt das Photon drauf und das Atom wird sich also immer weiter beschleunigen. Ja? Ich kann also, es ist so ähnlich, wie wenn ich auf einen großen Sandsack mit einer Luftgewehrkugel schieße. Das ist wenig, aber ich mache es so oft. Im Nanosekundentakt bekommt das Atom die Schüsse. Und dann wird es langsamer. Ja, dann kann ich es abbremsen. Dann kann ich es wirklich im Impuls kontrollieren. Und wir kontrollieren die Bewegung der Ionen in allen drei Raumrichtungen, X, Y und Z, sind dann in kompletter Ruhe. Und dann legen wir eine Spannung ab und fahren den Güterzug in der Richtung, wie hier diese Falle ist, also von hier, von mir aus, dort rüber. Ja? Wir können übrigens auch Verschränkung hier, haben wir auch schon gemacht, zwischen diesen beiden Enden herstellen. Das ist natürlich zum Teleportieren noch nicht so spannend, weil es doch noch ein paar Millimeter nur sind. Aber haben wir natürlich auch aus Spaß gemacht. Ja. Jetzt gehen wir hoch in den zweiten Rang. Ja, guten Abend. Ich wollte mal fragen, wie es in den militärischen Bereichen aussieht. Die Atomphysik hat uns ja leider gezeigt, dass tolle Ergebnisse und viele Annehmlichkeiten über uns gebracht hat, aber auch Atombomben und explodierende Kernkraftwerke. Wie sieht es mit der Quantenphysik aus? Gibt es Vorstellungen oder reelle Anwendungen, zum Beispiel im militärischen Bereich, von denen Sie wissen oder an die Sie denken könnten? Naja, natürlich. Die Entschlüsselung von geheimen Botschaften ist absolut etwas, was lauter Leute interessiert, die wir eigentlich, was wir eigentlich nur unterstützen. Ja? Ganz klar. Also, das macht diese Sache ja noch viel, viel schlimmer, sage ich mal, dass man eben die Technologieführerschaft aus Deutschland haben muss, dass man in Deutschland einen Quantencomputer haben muss. Es ist eben ein sicherheitsrelevantes Thema, was tatsächlich Geheimdienste und USA und China sind, in deren sich natürlich verlässlich, dass sie dort Geheimdienste haben, die dort sich extrem intensiv mit Quanteninformationen und Quantencomputern beschäftigen. Also das heißt, dieser Aspekt ist klar, das ist, deswegen interessieren sich viele Geheimdienste für Quantencomputer. Die wollen damit entschlüsseln. Ich habe ja gesagt, aktuell kann ich Ihnen nur die Entwarnung geben, wir machen es nicht, es interessiert uns nicht, wir können es noch nicht und wir wollen es nicht und so weiter. Aber das kann ich nicht, diese Garantie kann ich jetzt, dass andere es noch nicht können, kann ich geben, dass also im Augenblick auch, egal wo Sie auf der Welt einen Quantencomputer haben, in den USA oder in China, dass der auch noch nicht RSA angreifen kann, das kann ich Ihnen garantieren aktuell. Aber natürlich kann ich Ihnen nicht garantieren, dass das nicht in Zukunft passiert, dass nicht in 5 Jahren, ich hoffe, dass dann Quantencomputer erwachsen werden und dann kommen solche Probleme auch mehr zum Tragen. Die europäische Forschungslandschaft hat sich komplett auf zivile Nutzung gestürzt. Und da sind die Themen, die Simulation von Materialsystemen, die Simulation von chemischen Prozessen, die Simulation auch vielleicht eines Tages von biochemischen Prozessen, dafür muss man noch viel mehr arbeiten. Das sind unsere Themen in Europa. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Aber es ist klar, es ist ein Thema, was auch in der Hinsicht Geheimdienste interessiert und aus dieser Sicht eben auch militärisch relevant ist. Und deswegen umso mehr müssen wir in Deutschland diese Technologie auch haben, um die zivile und die sinnvolle Nutzung voranzutreiben und nicht abhängig zu werden von Quantencomputern, die in China oder in den USA stehen oder von China oder USA kontrolliert werden. Ich sehe noch wahnsinnig viele Wortmeldungen, es ist unglaublich, Sie sind ein tolles Publikum. Ich habe da hinten der jungen Frau versprochen, dass ich sie
seit langem dran nehme. Das sind aber jetzt mindestens 4 Meldungen. Vielleicht können wir die gerade abarbeiten und dann gehen wir wieder nach hier vorne. Also meine Frage war eigentlich nur der Energiebedarf eines Quanten-Coprozessors. Wie hoch ist der ungefähr? Ungefähr weniger als 5 Kilowatt. Also ich meine, das ist wirklich mickrig. Und das Schöne ist, wenn der mit 10 Qubit ist er gleich energieaufwendig wie mit 50. Also das ist nicht, die Rechenleistung wächst exponentiell, aber die Energie, die man dazu braucht, ein paar mehr Qubits zu speichern und herumzufahren, die ist verschwindend gering. Also unsere Quantenrechner sind auch, weiß Gott, noch nicht optimiert darauf. Wir haben ja gerade die ersten Babyschritte, die wir aus dem Labor raus machen und sagen, wir bauen jetzt solche Dinger, die wirklich anwendungstauglich sind. Also das, wenn man das daraufhin anlegt und wirklich versucht, es kompakter zu machen, dann können Sie sich vorstellen, dass ein Quantencomputer nicht mehr Platz einnimmt als ein großer Kleiderschrank und auch keine besonders hohe Energieverbrauch hat. Also das ist wirklich eben auch ein sehr effizientes Rechnen. Wir bleiben, wie gesagt, gerade mal in der Ecke da oben. Also Sie haben auch gerade gesagt, dass dieser Quantenprozessor vergleichsweise zu klassischen Prozessoren extrem energieeffizient wird. Das heißt auch, dass dabei wahrscheinlich unglaublich wenig Hitze entsteht. Ja. Was wahrscheinlich auch in Zukunft der, sagen wir mal, Kommerzialisierung dieser Prozessoren, wenn es dann soweit ist, dass die irgendwie in Reihe hergestellt werden können, wahrscheinlich auch behilflich wäre? Auf jeden Fall. Also wir haben, es hat einen physikalischen Hintergrund, warum ein Quantencomputer auch im Grunde wenig Energie verbrauchen sollte. Denn alle diese Operationen sind ja, wie wir von der Schrödinger-Katze kennen, in einem komplett abgeschlossenen Kasten. Und der Physiker sagt unitäre Transformationen zu diesen Gatteroperationen, die ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, die sind im Prinzip in der Zeit, kann ich alles rückwärts machen und es ist nichts passiert. Was ich vorwärts mache, mache ich rückwärts. Das ist also eine Operation, die im Prinzip, also wenn man von technischen Unzulänglichkeiten absieht, keine Energie brauchen würde. Und wir müssen natürlich die Laser anschalten, wir müssen natürlich die Falle betreiben und das kostet Energie. Aber die eigentlichen Rechenprozesse, die sind sehr energieeffizient, ja, um das so nochmal zu sagen. Und die Temperaturen, bei denen wir das System betreiben, die würden auch nicht erlauben, dass jetzt sehr hohe Energie anfällt. Also diese Ionen sind ja eben, wie ich gesagt habe, im Bereich von unter Millikelvin, also Tausendstel Grad. Wenn wir jetzt also irgendwelche Energie in das System dauernd reingeben würden, das dauernd irgendwelche Reibung hätte oder heiß läuft, wie auch immer, so wie ein normaler Transistor mit einem riesen Kühler. Wir brauchen keinen Kühler. Ja? Die Ionen sitzen da und sind im Vakuum, Ultrahochvakuum, aufgehängt an ihrer Ladung und bleiben kalt über lange Zeit. Ja? Es ist auch perfekt isoliert. Also von der Energie her ein ganz neues, es ist auch ein interessanter Aspekt zu sehen, gibt es kleine Maschinchen, die immer kleiner werden, die dann Quanteneffekte, sozusagen eine Dampfmaschine immer kleiner machen und dann wird eine Quantendampfmaschine draus. Und was ändert sich dann? Ist die effizienter? Kann die anders arbeiten? Also das sind auch Fragen, die mich forschungsmäßig interessieren und die auch mit diesem Thema zusammenhängen. Zunächst mal die junge Dame, Sie mussten sehr, sehr lange warten. Ich bitte um Entschuldigung. Sie haben ja gerade gesagt, Ihr Ziel ist es, 50 Quantenbits zu verschränken. Wie viel können Sie denn im Moment so verschränken und warum ist es eigentlich so schwierig? Ja, also wir haben ja das Geld vom BMBF, Sie haben ja die Folie gesehen, vor einigen Jahren bekommen, vor 2 Jahren. Und wir haben jetzt erstmal die Software für die Kontrolle des Quantenprozessors komplett aufgeräumt. Und die ist jetzt eben, ich habe Ihnen es ja gezeigt, wundervoll. Man kann also alles von außen machen, man kann alles kontrollieren. Die Hardware zu optimieren ist viel, viel anstrengender. Also man muss jetzt eben diese Fallen, dieses ist die alte Falle, diese Falle ist jetzt 7 Jahre alt und die kann nicht mehr. Die ist jetzt sozusagen, eigentlich müsste in Ruhestand.
und die nächste Falle entwickeln wir. Und das dauert eben viel länger. Um mehr Qubits unterzubringen, brauche ich mehr Segmente und muss bessere Kontrolle haben dieser kleinen Ionen und sie besser hin und her schieben können. Und das ist das, was wir noch nicht gebaut haben, wo wir jetzt gerade, und da bin ich eben sehr stolz auf dieses eine Foto, wo ist es? Weil das zeigt nämlich den Handschuh meines Doktoranden. Ich muss es hier zeigen. Hier, da ist er. Dies hier ist bei uns im Labor und wir haben diese Falle tatsächlich in der Hand. Also das heißt, sie ist schon hergestellt, sie muss jetzt aber noch eingebaut und eingemessen werden. Und dann kommen wir auch in die größeren Qubit-Zahlen. Also im Augenblick können wir mit 6 Qubits in dieser anderen Falle vielleicht mit 10 Qubits umgehen. Das ist das Maximum, was man da unterbringen kann. Dann brauchen wir die nächste Falle. Das ist Hardware, die dauert länger zu entwickeln. Es gibt so etwas nicht zu kaufen, wissen Sie? Wir springen nochmal hier vorne in die Ecke, da mussten auch einige Personen schon sehr lange warten. Ich hatte auch nochmal eine ganz pragmatische Frage, und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise 10 Qubits habe, wird nur ein Qubit angesteuert mit einem Laser und seinen Zustand verändert, oder habe ich wirklich... Alle. Alle können angesteuert werden? Alle. Okay. Sie können sich das vorstellen wie Tasten auf einem Klavier und wir können mit 10 auf einmal spielen. Und dann haben wir einen anderen Güterzug, andere Tasten, die unter diese Adressierungszone geschoben werden und dann können wir mit denen spielen. So fahren eben verschiedene Güterzüge von Qubits unter diese Adressierungseinheit und jeweils werden die adressiert alle und alle angesprochen. Ja. So, jetzt gehen wir gerade rüber zu dem Herrn der linken Seite und dann hier vorne der... Ich habe noch mal eine Frage zur Bloch-Oberfläche. Und zwar, Sie hatten ja gesagt... Ich kann das Qubit auf jeden Punkt der Bloch-Oberfläche einstellen. Was bedeutet jeder Punkt? Weil Sie machen es mit dem Laser und mit einer Phase. Ja. Wie unterscheidet sich ein Punkt auf der Bloch-Oberfläche von einem anderen phasenbezogen? Wie genau muss der Laser verstimmt werden? Was ist die Auflösung? Na, die Auflösung. Also, die Auflösung ist im Prinzip durch diesen Fehler, den ich angegeben habe, 99,99 war die Qualität. Und das machen wir so, indem wir ganz viele Operationen, der Fehler ist so klein, nicht, dass man den erstmal messen möchte. Also wenn ich zum Beispiel diese Operation mache und sie passiert in 99,9995% der Fälle gut, dann muss ich ja unglaublich viel nachmessen, bevor ich mal einmal falsch erlebe, okay? Und deswegen machen wir sehr viele Operationen hintereinander und dann gucken wir, was rauskommt. Und das nennt sich Gattertomographie. Also wir können wirklich mit einem randomized Gattertomographie untersuchen, wie genau können wir auf bestimmte Positionen der Bloch-Sphäre gehen. Gesagt, Sie könnten mit Ihrem Laser genau ihn auf eine bestimmte Position einstellen. Ja, genau. So, und deshalb war meine Frage, damit ich es nur verstehe, weil ich brauche eine Größenordnung, damit ich weiß... Genau heißt eben auf 99 und jetzt kommen noch 2 Neuner oder 3 Neuner, auf so genau können wir das einstellen. Also wenn wir hier diesen Zustand messen würden, dann würden wir in 10.000 Fällen das richtige Ergebnis haben und in ein paar Fällen das falsche. Gut, drücke ich mich anders aus, damit ich verstehen soll, weil mit den 99,9 habe ich, sondern wenn ich Experimentalphysik jetzt sagen möchte, ich möchte diesen einen Zustand einstellen, weil welche Phase muss ich reingeben mit dem Laser und dann gebe ich etwas anderen, gerade daneben. Ja. Wie groß wäre der Unterschied, was muss ich an dem Laserlicht machen? Naja, da muss ich die Phase eben um ein, was 1 minus 99,999 ist, ändern. Also dieses kleine bisschen muss ich natürlich kontrollieren können. Also es gibt keine technische Einschränkung? Wir machen es so gut, wie es können. Gut. Es gibt keine fundamentale Einschränkung. Das war meine Frage. Es gibt technische Einschränkungen, es ist jede Menge. Ja. Der Laser kann wackelig sein, der Laser kann in der Frequenz fluktuieren, in der Phase fluktuieren. Alles das, die Glasfasern können schlimme Dinge tun. Alles das kann schiefgehen, aber es gibt keine fundamentale Grenze, die uns irgendwo, also im Prinzip können wir es unendlich gut tun. Okay, danke. Ja. Jetzt springen wir wieder nach rechts, bitteschön. Also ich hatte hier die Frage, wie groß ist ein Ion? Ein Ion, super Frage.
ein Ion ist ungefähr, als die alte Einheit, ein Angström. Das ist ein Zehntel Nanometer. So groß ist das Elektron, so weit ist ungefähr das Elektron weg vom Atomkern. So ungefähr, also ein Zehntel von einem Nanometer. Und ein Nanometer ist ein Tausendstel von einem Mikrometer. Und ein Mikrometer kann man gerade vielleicht noch auf so einer Mikrometerschraube einstellen, aber ein Millimeter ist nochmal tausendmal mehr und ein Meter ist nochmal tausendmal mehr. Also wir schreiben das hin, 10 hoch minus 10 Meter. Also ja, also ein Meter durch eine Zahl mit 10 Nullen. Das ist wenig. Danke. Jetzt gehen wir in den zweiten Rang nochmal. Ich sehe da zwei Handmeldungen vielleicht. Ich habe schon, man hört mich, okay, perfekt. Also ich wollte mich erstmal vor allem im Namen meines Physikleistungskurses, mit dem ich heute hier bin, bedanken für den tollen Vortrag. Ich bin mir sicher, wir haben es alle sehr genossen, enjoyed. Meine Frage war, ob es dann in der Theorie möglich ist, die Computer, die wir heutzutage benutzen, in der Zukunft komplett durch Quantencomputer zu ersetzen. Und jetzt vielleicht ein bisschen komische Frage, ob man dann auch Videospiele auf Quantencomputern oder so. Ersetzen würde ich den nicht, aber mit Spielen, das ist wirklich eine total witzige Anwendung. Die gibt es auch, die habe ich hier nicht genannt. Aber es gibt Quantenspiele, wo man mit Quantenphysik, also so einer Verschränkung, arbeiten kann. Und zum Beispiel gibt es das Gefangenendilemma. Beide werden verhört in einer Zelle von der Polizei, dürfen aber sich nicht verabreden, welche Geschichte sie erzählen. Und auf die Weise treibt die Polizei einen Keil zwischen die und dann kann sie jeden Einzelnen knacken. Das ist sozusagen das, was typischerweise die Polizei macht. Wenn einer von denen sich trauen würde, eine Lügengeschichte zu erzählen, dann würde er vielleicht den anderen rausholen und sich selber auch was nützen, aber das können die halt nicht verabreden. Und wenn man jetzt Quantenspiele auf einem Quantencomputer spielen könnte, es gibt wirklich wissenschaftliche Publikationen, wo Quantenspiele schon auf Quantencomputern gespielt worden sind. Also das ist genau das, was andere Leute auch machen. Ich hätte es noch eine Anwendung nennen sollen, aber ja, danke für die Frage. Das ist auf jeden Fall eine faszinierende Möglichkeit, mit einem Quantencomputer gegen einen anderen Quantencomputer zu spielen. Dankeschön. Es gibt sogar wissenschaftliche Veröffentlichungen, wo die Leute das tun. Ja? Wissenschaftler dürfen das tun. Ich glaube, es gibt eine zweite Frage direkt dahinter. Die nehmen wir gerade noch und dann gehen wir in den ersten Rang. Und dann guten Abend. Ich hätte eine Frage zur theoretischen Informatik. Würden Sie sagen, dass Quantencomputer ein stärkeres Rechenmodell als Turing-Maschinen sind oder lediglich ein effizienteres? Die sind auf jeden Fall ein stärkeres Modell. Ja? Also die können NP-harte Probleme lösen und ich denke also, dass Quantencomputer da die normale Turing-Maschine durchaus in Schatten stellt. Okay, danke. Erster Rang. Ja, ich wollte noch mal eine Frage zu der Frage eben eigentlich dazu stellen, weil es ums Spielen geht. Es geht ja auch um Quantenkommunikation. Welche Quantencomputer oder welche Art von Quantencomputer und wie viel Qubits benötigt man denn für eine gute Kommunikation im Quantenbereich, weil es ja eigentlich schon Sache, die in der Zukunft sehr gut wichtig werden könnte durch keine Zeitverzögerung etc. Ja. Also wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert das am besten? Bei der Quantenkommunikation ist natürlich das Problem, wir schicken typischerweise Photonen durch Glasfasern. Und diese Photonen können in die Glasfaser natürlich absorbiert werden. Und wenn das passiert, dann ist die Information weg. Also wir müssen dort auch dafür sorgen, dass Redundanz da ist, dass man praktisch einen Zwischenspeicher hat, wo man die Information speichern kann. Dann schießt man sie einmal in Form von einer Foto rüber. Wenn das Photon ankommt, gut. Wenn das Photon nicht ankommt, habe ich ja noch was, was ich nochmal schießen kann. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich schieße gleich mehrere Photonen auf einmal, wo ich dann unterscheiden kann, was ich durch Redundanz, das ist praktisch das Stichwort dabei. Jetzt, gerade für die Kommunikation braucht man eigentlich gar nicht so große Quantencomputer mit so vielen Qubits. Man braucht eigentlich nur verschiedene gut vernetzte Knoten, die jeweils nur eine begrenzte Anzahl, eine kleine Anzahl von Qubits haben, die aber sehr gute
Licht-Qubit-Schnittstelle haben müssen. Also diese Qubits müssen sehr gut in der Lage sein, umgeschrieben zu werden von einem statischen Qubit, was also in einem Atom die Information sehr lange speichern kann, und einem Photon, was ich dann abschicke in einer Glasfaser. Und ich brauche also diese Schnittstelle, dass ich das Qubit, was im Atom lebt, umschreiben kann auf das Photon und das sehr effizient passiert. Das ist das große Problem bei dieser Art Quantenkommunikation. Aber da braucht man nicht so viele Qubits selber, sondern die Schnittstelle ist das Wichtige an der Stelle. Jetzt gehen wir hier in die Mitte. Der junge Mann hat schon ganz lange gewartet auch. Ja, also mich würde interessieren, also jetzt in Bezug auf in Zukunft Algorithmen, also ob sich sozusagen eventuell irgendwie die Struktur eventuell ändert, wenn ich jetzt also einen Algorithmus programmiere, oder ob ich mir das irgendwie so vorstellen muss, dass ich also so eine Art Schnittstelle habe, also ich programmiere ganz normal und dann läuft sozusagen im Hintergrund, wird das dann sozusagen übergeben und dann wieder zurück übergeben, oder wie genau wird sich das in Zukunft ändern? Also das ist, diese Qiskit und so weiter Programmierung ist im Grunde nicht sehr schwierig. Wenn wir dagegen jetzt einen hybriden Computer programmieren, dann müssen wir natürlich beides im Auge haben. Dann müssen wir den Optimierungsalgorithmus im Auge haben, der hier die Kerne zurechtrutscht. Und wir müssen sozusagen einen Gradientensucher haben, der dann den Energiewert minimiert. Das ist sozusagen der klassische Rechner. Und wir brauchen den Quantenrechner, der eben auch dann eben die neuen Positionen ausprobiert. Und das ist schon eine neue Art von Programmierung. Wir versuchen an der Uni Mainz, wir versuchen mit verschiedenen Partnern solche, wir nennen es Used Cases, auszuprobieren. Wir probieren mit Hochenergiephysikern einmal Fermionen zu simulieren, was in einer Hochenergiesituation super interessant ist, aber nur ein ganz kleines Spielproblem. Wir versuchen mit den Chemikern ein einfaches Molekül auszurechnen. Und dann haben wir praktisch die Methoden entwickelt, die dann nachher auch für größere Moleküle oder für komplexere Hochenergiesimulationen tauglich sind. Aber das ist gerade im Fluss. Es ist sehr interessant, das zusammenbringen. Diese Quantenprogrammierung, die klassische Programmierung, muss natürlich in einer Hand zusammenkommen. Und bei der Firma Covestro ist ein Team von 6 Leuten, die das machen, ja? Die praktisch dann von sich aus unseren Quantencomputer steuern. Und das machen sie natürlich aus ihrem Computercode heraus. Also der Computercode macht dann eine Abfrage beim Quantencomputer, macht mir diese Nebenrechnung und gibt mir den R zurück. Und wir gucken nur zu. Wir gucken auf dem Bildschirm zu, während unser Quantencomputer dann von denen kontrolliert wird. Oder beziehungsweise von dessen, deren Rechner, der die Abfragen macht. Das ist tatsächlich genau ein Hin und Her und braucht genau solche Methoden. Dafür ist das PennyLane eine gute Programmiersprache, die da sehr gut funktioniert. Wir springen nochmal nach hinten links. Da gibt es wieder etliche Wortmeldungen und dann auch nochmal in den zweiten Rang. Ja, also meine Frage ist, wäre es in ferner Zukunft möglich, also man kann ja jetzt keinen Quantencomputer zu Hause hinstellen, deswegen wäre es in ferner Zukunft vielleicht möglich, so größere Rechenzentren zu haben, wo man dann von dem privaten Computer aus zugreifen kann? Absolut. Oder ist das jetzt, oder absolut, dauert dann die Übertragung bald länger, wenn man die jetzt auch zumindest für einen alltäglichen Gebrauch nehmen würde? Also ich bin absolut sicher, dass zuerst Universitätsrechenzentren, aber dann auch andere Rechenzentren völlig altmodisch sind, wenn sie nicht einen Quantenkoprozessor auch anbieten können für Nutzer. Und dann geht man eben auf diese Rechenzentrum-Facility und macht von zu Hause seine Aufgaben, die man lösen möchte. Absolut. Ich bin 100% sicher, dass da ein großer Markt wird, dass viele Rechenzentren dann solche Koprozessoren dazu haben wollen. Und das ist ja auch der Grund, warum es so viele Firmen gibt, die solche Rechner bauen wollen, obwohl die noch nicht mal komplett durchentwickelt sind, obwohl noch keiner 50 voll verbundene und voll funktionsfähige Qubit hat, kann man trotzdem schon bei IBM und bei Google und so weiter erste Prototypen kaufen für wahnsinniges Geld, weil die Leute so interessiert dran sind. Natürlich, absolut. Also meine Frage war jetzt eher, ob das dann wirklich auch die
Rechenleistung im alltäglichen Gebrauch und nicht nur für spezielle Berechnungen verschnellern könnte oder ob das dann in der Übertragungsgeschwindigkeit scheitern würde? Also die Übertragung ist, glaube ich, nicht das Problem, aber ich glaube einfach, es gibt doch, es sind noch nicht so viele Algorithmen, die im alltäglichen Gebrauch, ich meine, wenn Sie täglich ein Molekül optimieren wollen für, weiß ich nicht, aber es ist einfach, es sind doch noch sehr spezielle Anwendungen, wo dieser Quantenprozessor wirklich was bringt. Aber mein Vertrauen ist, dass wenn es den gibt, dass dann Leute wirklich noch viel kreativer sind, als ich das mir vorstellen kann. Zum Beispiel, wir haben es ja da oben gehört, der will dann gleich Spiele darauf programmieren und so weiter. Also da gibt es dann Anwendungen, von denen wir noch gar nichts ahnen. Und da bin ich 100% zuversichtlich, dass da mehr kommt. Wir gehen noch mal in den zweiten Rang und dann hier vorne ist noch eine Wortmeldung. Da gibt es auch noch, gut. Aber erst mal da oben, zweiten Rang. Danke für den interessanten Vortrag. Ich hätte eine Frage aus der Praxis. Wir haben im Freundeskreis diskutiert, wie die Programmierung eigentlich geht. Also welche Fragen kann man dem Quantencomputer stellen? Wie sieht das Frontend aus? Wie kann man einen Algorithmus formulieren? Ja. Und läuft das auf eine Präparation von Quantenzuständen raus? Ich sage mal so blasphemisch in Richtung Lochkarten. Ich muss also das System händisch manipulieren oder kann ich in einer Art Hochsprache mit Compiler oder Cross-Compiler auf dem System abstrakte Fragen stellen? Also Sie können, wir haben verschiedene Zugänge. Also eine Möglichkeit ist natürlich die der Präsident gewählt hat, wo man die Gatter auf die Qubits zieht. Da muss man praktisch in dem Quanteninformationsbuch nachschauen, was ist der Algorithmus für Quanten-Fourier-Transformationen. Und dann sieht man, okay, dies kubelt mit dem Gatter und dann so und so und dann mache ich das. Und dann gucke ich, was rauskommt und prima, es funktioniert. Und dann bei vielen Qubits ist das natürlich super mühsam und blödsinnig. Da wird man natürlich das eben in der Hochsprache eingeben. Und da ist Qiskit eine der Hochsprachen, dann gibt man einfach Programmcode ein. Wie dann nachher dieser Code auf unseren Qubits umgesetzt ist, das besorgt ein Compiler. Wie dann nachher die Laserpulse die Gatter genau machen, das besorgt unser Compiler. Das ist praktisch unsere Aufgabe. Der Nutzer hat praktisch nur die Hochsprache, der gibt das Problem ein, so wie er es im Buch findet oder wie er es sich ausgedacht hat. Danke. Und wir können jedes Gatter im Prinzip aus der Zerlegung von 1-Bit- und 2-Bit-Operationen realisieren. Also da ist auch alles völlig variabel, wie der Nutzer das will. Muss man eher in linearem Programmieren denken oder hat man es mit einer Art Parallelverarbeitung zu tun? Da habe ich überhaupt kein Gefühl dafür. Sind das lineare Fragestellungen oder sind das also Parallelfragestellungen? Es entwickelt sich dieser Quantenzustand entlang der Zeit und man muss im Prinzip ich verstehe ihn eher wie eine FPGA-Programmierung. Ja? Also dass ich wirklich, die Gatter müssen zur richtigen Zeit sein, damit das Qubit, was hier das Gatter hat, auch dann zur richtigen Zeit da verknüpft werden kann. Also ich sehe es eher so wie ein, bei so einem Free Programmable Gate Array, da muss ich ja auch gucken, dass die Prozesse dann so ablaufen, dass da die Information vorhanden ist, damit ich dann auch dieses Gatter machen kann. Das ist eine super Analogie, das hat richtig weitergeholfen, danke. Bitte. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr schauen, weil laut Vertrag müssen wir eigentlich um 9 den Saal verlassen. Und ich kann mich in 9 Jahren Physik im Theater nicht erinnern, auch nur annähernd so viele Fragen gehabt zu haben. Wer immer jetzt noch ein Mikrofon in der Hand hält, darf noch die Frage stellen. Und dann würde ich erstmal offiziell beenden, aber Sie dürfen gerne noch nach vorne kommen und weiterfragen. Das ist okay, aber wir müssen insgesamt langsam den Saal frei machen, sonst bekommen wir Probleme. Bitte schön. Ja, hier unten. Hi. Was genau müssen Sie tun, um eine Quantenverschränkung zwischen Ihren Atomen zu erzeugen? Also, diese Atome, die schwingen in der Falle gemeinsam. Und was ich jetzt bei dem Cirac-Collar-Gatter gemacht habe, also das, was ich beschrieben habe, ich habe das erste Atom, das Kontrollbit, genommen und habe mit einem Laser es angeregt und dabei gleichzeitig leicht zum Schwingen gebracht. So, also immer wenn das Atom angeregt ist, dann schwingt es. Wenn es nicht angeregt ist, schwingt es nicht. Und jetzt mache ich diesen Puls halb so lang,
Also es ist in einer Überlagerung von, das erste Atom ist angeregt, der Kristall schwingt und nichts ist. Beide sind in Ruhe und das erste Atom ist nicht angeregt. So, jetzt weiß das zweite Atom im Prinzip, was mit dem ersten war, nämlich es schwingt ja, wenn das erste angeregt ist, es schwingt nicht, wenn das erste nicht angeregt ist. Jetzt mache ich einen zweiten Laserpuls, der auf das zweite Atom geht und der kann das zweite Atom nur dann anregen, wenn es schwingt. Und dann ist das Atom auch in Ruhe, geht den Laserpuls ihm sozusagen bang ins Gesicht, dass die Schwingung wieder weg ist. Jetzt haben wir also die Situation, beide waren im Grundzustand, keiner hat geschwungen, das zweite konnte deswegen nicht angeregt werden, plus in Superposition, das erste hat geschwungen, das zweite konnte deswegen angeregt werden und nachher sind sie wieder in Ruhe. So habe ich den Bell-Zustand erzeugt. Also über die gemeinsame Schwingungsbewegung, die wir da als Tanz der Ionen sehen haben. Genau die haben wir benutzt. Danke. Hinten links eine Frage. Und dann nochmal also, der erste rankommt. Ganz schnell. Ich will Ihnen einmal kurz auch im Namen der. Hier. Wo sind wir denn? Ja. Hallo. Ah, okay. Ich will Ihnen schnell von den Frühstudenten, die Sie betreuen oder betreuen, in Ihren Vorlesungen danken. Das ist ein guter Grund, hier zu sein, würde ich sagen. Und jetzt die eigentliche Frage. Die Übertragung zwischen zwei verschränkten Ionen ist instantan, so wie ich das verstanden habe. Ja. Dazu, wie weit können diese Ionen theoretisch voneinander weg sein, um diese Verschränkung aufrechtzuerhalten? Also eine fantastische, sehr, sehr gute Frage. Und das ist natürlich auch das, was Einstein natürlich bewegt hat. Wenn ich jetzt hier messe und dort passiert sofort was, das ist doch irgendwie komisch, das kann doch nicht sein. Lichtgeschwindigkeit ist C und Ende. Und da haben wir die Teleportation, die habe ich jetzt leider nicht zeigen können, das gehört sozusagen zu der fundamentalen Seite dazu, das wäre ein anderer Vortrag, aber die Teleportation funktioniert so, dass ich in einem Moment ein Bell-Paar nehme, also genau das, was ich hier gesagt habe, rauf, rauf, bis runter, runter, und das verteile ich. Also ein Bell-Teilchen bekommt der Herr Neubert und eins behalte ich, und Herr Neubert hat jetzt noch ein zweites Qubit und verschränkt das Qubit, was er hat, mit dem Bell-Teilchen, was wir teilen. So, jetzt hat er also da eine Verschränkung erzeugt und damit kann er dann sein Qubit zu mir teleportieren. Wie macht er das? Er misst die Verschränkung da drüben, die er hat, und da sind zwei Teilchen, da sind zwei Qubits, das Qubit 1, das Qubit 2. Was kann das Ergebnis sein? Das Ergebnis kann sein 0, 0, beide sind dunkel, 1, 1, beide sind hell, das erste ist hell, das zweite ist dunkel oder umgekehrt. Vier Möglichkeiten, vier. Bei mir ist sofort aufgrund von der Messung von Herrn Neubert das Qubit bums in einen Zustand gesprungen. Es kann aber in vier verschiedenen Zustände springen. Und je nachdem, welchen Herr Neubert dann hat, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, alle die vier, er muss dann das Telefon nehmen, muss sagen, Ferdinand, du musst dein Qubit jetzt um diese Achse drehen, dann ist es teleportiert, dann hast du mein Qubit. Wenn er aber 1,1 gemessen hat, dann sagt er, nein, um die Achse müsstest du es drehen, dann ist es. Und wenn er 0,0 gemessen hat, dann sagt er, prima, das ist schon teleportiert, du brauchst gar nichts mehr tun. Also es hat zwei Teile, diese Teleportation. Der erste ist der instantane Messprozess. Der zweite ist dann eine klassische Kommunikation und hier ist natürlich die Lichtgeschwindigkeit absolut die Begrenzung. Das heißt, der erste Moment, das kann, Sie können auf dem Saturn sein und es wird trotzdem funktionieren, der erste, aber dann müssen wir eine Telefonleitung aufbauen. Dann dauert es doch wieder so lange. So, jetzt die letzte Frage. Ich habe vergessen, wo Sie da einen Hand. Heben Sie bitte kurz die Hand, dass wir Sie sehen. Da, ja, ja, bitte schön. Also ich wollte zuerst vielen Dank. Ich wollte nur kurz fragen, wie lange dauert und wie teuer ist es, einen Quantencomputer herzustellen? Also die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Wir haben mit BMBF versprochen, dass wir in 5 Jahren einen haben. Und davon ist die Hälfte der Zeit um, wie ich gesagt habe. Also es kann jetzt nur noch 2,5 Jahre sein und dann.
Wie teuer ist das? Ja, das kommt drauf an. Wie viel wollen Sie kaufen? Also, ich denke mal, unter 10 Millionen können wir auf jeden Fall einen anbieten. Aber es wird schon mehr als 3 Millionen kosten. So viel haben aber die ersten Computer auch gekostet. In vielen Jahren. Also, es wird dann noch billiger. Wie gesagt, wir müssen leider an dieser Stelle mit den Fragen jetzt erstmal aufhören. Sie können gerne nach vorne kommen, wenn noch was ganz Dringendes ist. Zunächst mal herzlichen Dank nochmal für den. Physik im Theater für dieses Jahr. Wir kommen wieder am 29. Januar. Ein ganz anderes Thema vortragen wird Eberhard Bodenschatz, Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und Turbulenz in Göttingen. Er wird vortragen über Turbulenz und Wolken. Ganz anderes Thema. Aerosole spielt eine Rolle. Sie kennen Herrn Bodenschatz, wenn Sie die Tagesthemen häufiger schauen. Der hat nämlich in den Tagesthemen mal die Effizienz von FFP2-Masken diskutiert, aus wissenschaftlicher Sicht. Haben Sie vielleicht als Corona noch unter uns, war es immer noch unter uns, aber noch präsenter damals, vielleicht können Sie sich erinnern. Machen Sie es gut bis dahin, alles, alles Gute, hoffentlich in friedlicheren Zeiten wieder. Und ja.